Einen wunderschönen guten Morgen und damit herzlich willkommen zum wundervollsten aller YouTube-Kanäle, äh, wenn es um das Thema Trading geht. Und damit auch herzlich willkommen zu meinem Live-Trading-Projekt mit 1000 Euro zum beruflichen Börsenhandel. Wir sind immer noch in der Testphase zum Positionsmanagement, ob ich das äh, Positionsmanagement, also die PM-Technik im Projekt implementiere. Und heute gibt es eine kleine Neuerung. Schauen wir uns gleich nochmal an. Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch in der Regel live ab 9.15 Uhr hier auf YouTube. Und dann am Freitag Live-Trading-Webinar bei Active Trades ab 9.30 Uhr. Dieses Jahr noch bis einschließlich 15. Dezember. Also Freitag 15. Dezember. Und danach die Woche bin ich im Urlaub. Das bedeutet auch live. Stream auf YouTube wird dann nicht äh, stattfinden. Also die letzten beiden Wochen des Jahres gönne ich mir dann mal Urlaub und mache dann ein paar nette andere Dinge äh, für alle Kanalmitglieder und alle ähm, ja für alle vermittelten und aktiven Neukunden an Active Trade über den Link unten in der Stream-Beschreibung gibt es ein kleines Dankeschön meine Vorlage zum Trading-Tagebuch in PowerPoint und meine Vorlage zur Detailauswertung in Excel ist nichts Besonderes kann sich auch jeder voll, äh, voll selbst erstellen ähm, weil es ja natürlich dann auch Feinheiten in der eigenen Strategie gibt aber für manche einen ist das unter Umständen dann doch interessant dann empfehle ich euch meine kostenlose Trading-Community auf äh, Discord dort gibt es meine tägliche Dax-Morgen Morgenanalyse plus Handelsvorbereitung. Und wer meine Morgenanalyse gelesen hat, sollte jetzt auch jetzt nicht unvorbereitet auf die aktuelle Long-Sequenz im äh, DAX sein. Denn er ist long und äh, sowas beschreibe ich natürlich weil es dann gewisse Parameter gibt, die zu beachten äh, sind. Zusätzlich könnt ihr euch dann mein Metatrader 5 Analyse-Template von ActiveTrades kostenlos herunterladen. Also ich habe es im Metatrader 5 äh, von ActiveTrades ähm, erstellt und ihr solltet dann im Idealfall auch äh, ein Metatrader 5 Demokonto mindestens haben von ActiveTrades, damit ihr mein äh, Metatrader fünf Analyse-Template ähm, dann auch nutzen könnt und natürlich könnt ihr euch da auch in der Community austauschen, eure Trades teilen, es gibt sogar einen extra Bereich, wo ihr euch den lieben langen Tag äh, eure Trades um die Ohren hauen könnt und äh, ja, da flattern manchmal hunderte Nachrichten am Tag durch, da könnt ihr euch Auslassen und Spaß haben. Ich empfehle euch auch meine anderen YouTube-Kanäle, das Millionendepot, mein Live-Investment-Projekt, wo es um das langfristige Investieren in Dividendenaktien und ETFs geht. Und ich habe so ein bisschen die Freude an der Charttechnik bzw. an Charttechnik-Videos ähm, gefunden äh, zu Aktien, die ich in der Pipeline habe, die ich unter Beobachtung habe äh, für das ähm, Investment-Projekt Depot. Und äh, natürlich gehe ich da auch sehr gerne auf äh, Zuschauer, Zuschauerfragen ein. Und da erreichte mich gestern eine Nachricht und von Walgreens und da will ich dann auch mal reinschauen. Wenn ich es schaffe, nehme ich das Video heute noch auf und äh, lade es dann direkt hoch. Also eventuell gibt es heute da noch ähm, auf dem Kanal ein neues Video. Und dann meine hauptsächlichsten äh, Strategien, also das, was ich hauptberuflich im Training mache, ist äh, mein Systemtraining, meine Systemtraining-Strategie. Und dort findet in der Regel am Freitag ein Live-Update statt. Diesen Freitag, ja, diesen Freitag äh, gibt es dann auch wieder das Live-Update. Letzten Freitag nicht, weil, warum eigentlich nicht? Achso, weil es sich nicht gelohnt hat, weil US-Feiertag und ich eh keinen Trade umgesetzt habe, den Tag. Und ich versuche es dann äh, immer mit einer Live-Trade-Umsetzung zu kombinieren, ähm, dass ihr das dann auch immer äh, habt, wie die Trades dann entsprechend im Rahmen der Systemtrading-Strategie umgesetzt werden. Und Kernelement der Systemtrading-Strategie ist das Positionsmanagement. Und das Positionsmanagement ist aus meinem äh, ja, aus der Zeit meines aktiven Daytrading's ähm, erwachsen beziehungsweise äh, die PM Technik ist dann halt in meine systemtrading Strategie mit eingeflossen beziehungsweise hat sich daraus weiterentwickelt und äh, das möchte ich euch hier auch im Daytrading vorstellen gehen wir auch gleich drauf ein und äh, der Disclaimer und der Risikohinweis dürfen natürlich auch nicht fehlen ich zeige hier Live Trading ähm, nach wie vor noch in einem äh, Demo Konto und im kommenden Jahr dann spätestens auch wieder im äh, Projekt. Und äh, natürlich ist das hier kein Signaldienst, sondern lauscht meinen Ausführungen. Ich ähm, stelle jetzt hier ja, unterschiedlichste Varianten äh, vor. Gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Und dann äh, könnt ihr das für euch, wenn, wenn ihr da was Spannendes findet, dann für euch adaptieren. Stellt Fragen und dann gehe ich da auch sehr gerne darauf ein. Und der DAX zieht ab. Ich schau mal, läuft alles okay? Ähm, der DAX zieht ab und äh, ja, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und äh, ja, hättet ihr meine DAX-Handelsvorbereitung äh, gelesen, beziehungsweise wer die gelesen ähm, hat, sollte im Prinzip auch äh, entsprechend vorbereitet sein. Wichtigste Marke, die 16.000, oberhalb der 16.000, tendenziell long unterhalb der 16.000 tendenziell short und der wichtigste Satz, den ich da mit reingeschrieben habe, war, ähm, es war weit in der Bewegung, ich müsste es jetzt raussuchen, aber man darf Longsignale, wenn sie dann kommen, darf man nicht ignorieren und äh, so haben wir es jetzt hier auch und das Longsignal hat der DAX mit dem gestrigen Handelstag ausgebildet, dass er es geschafft hat. Sich die 16.000 nochmal zurück Nur eine minimale Korrektur machte bis an die Unterstützungsbereiche, die ich äh, gestern hier eingezeichnet hatte. Also er ist hier in diesen Unterstützungsbereich reingelaufen, kleines Stückchen tiefer. Na, also das hier ist der Bereich, den ich markiert hatte. Und da ist er reingelaufen, ne? also dieses Tagestief. Ne? Da hat er sich stabilisiert, lief dann hoch und machte dann, äh, ja, setzt jetzt äh, aktuell die Aufwärtsbewegung äh, weiter fort. Nichtsdestotrotz. Ähm, fange ich jetzt hier an, oh, jetzt macht er mir sowas, fange ich jetzt hier an, ähm, den ersten Short Trade reinzunehmen, äh, besprechen wir gleich. Denn ich habe äh, lang genug herum lamentiert und ähm, ich stelle fest, dass das äh, Positionsmanagement mit der äh, Hedging-Thematik sich am besten vereinlässt lässt. Und deswegen habe ich alles in Bewegung gesetzt Huch. und... Äh, Active Trades aus dem Schlaf geholt und äh, habe jetzt hier ein hedging konto äh, mir geholt, dass wir das einfach äh, mal vorstellen können. Ich weiß, ähm, dass das wesentlich interessanter ist. und Das Netting-Prinzip ist stark limitierend und das fällt mir halt immer wieder auf, wenn ich dann davor sitze und denke, na, jetzt müsstest du aber doch mal einen Long-Trade noch mit reinnehmen, äh, wenn du Short bist oder äh, umgekehrt. Und ähm, genauso ist es dann entsprechend auch. Und ich haue jetzt einen Short rein. Äh, besprechen wir dann auch gleich mal die äh, charttechnische Situation. Also der DAX handelt jetzt auf einem neuen Hoch, hat äh, die äh, Tagesordnung vom 2.8. jetzt erreicht. Also das hier ist eine Short-Zone und äh, im Positionsmanagement bin ich gerne ein bisschen aggressiver unterwegs. Ne? Also das bedeutet, ähm, dass es sich durchaus lohnen kann, ähm, die Trades ein bisschen aggressiver ähm, äh, zu gestalten. Ich war jetzt hier zufälligerweise im 2., aber... Das, was jetzt hier für diesen Trade interessant war, ist jetzt, dass zumindest schon mal die M1-Struktur, die er nach oben äh, rausgezogen hat, ähm, dass die jetzt äh, an der Stelle jetzt erst einmal gebrochen ist. Der kann noch durchaus weiter laufen, ähm, werden wir weiter beobachten, aber das ist für mich vom aktuellen Standpunkt aus erst einmal ein guter Bereich, um anzufangen, ähm, schon aufzubauen. Und jetzt kommen wir hier in die Thematik rein Hedging, denn es ist überhaupt kein Problem, wenn der DAX weiter steigt, denn im Bedarfsfall kann man einfach ähm, die Long Seite trotzdem handeln, wenn dann entsprechende Long Signale auftreten, aber an interessanten Zonen, darum geht es, äh, dass man versucht zu ermitteln, okay, äh, wo befindet sich der DAX dann jetzt überhaupt in der äh, aktuellen Bewegung? Wo steht er dann und äh, lohnt es sich äh, durchaus ähm, äh, sag ich jetzt mal vom hohen Niveau aus, mehr in, auf die Short-Seite zu schauen und äh, zu versuchen, die Short-Seite dann entsprechend äh, zu handeln und mitzunehmen. Und weil man eh in beide Richtungen handeln kann, ähm, ist es auch nicht weiter schlimm, wenn der DAX an der Stelle weiter steigt, dann kann man äh, mit Long-Positionen dann entsprechend, ja nicht dagegen halten, sondern äh, versuchen Long-Signale dann entsprechend auch Long äh, ja, mitzunehmen, um dann weiter im weiteren Verlauf den Short weiter Auszubauen und das macht die Thematik äh, unendlich spannend. Und wenn, man muss natürlich ein bisschen darauf achten, wie man den Positionsaufbau gestaltet. Man sollte natürlich schon versuchen, ähm, wenn man jetzt äh, zum Beispiel eine ne neue Sequenz startet, dass man die so hoch wie möglich startet, dass man schaut, oben Short, unten Long. Das ähm, ist die Geschichte, die äh, sinnvoll ist an dieser Stelle. Und hier gibt es jetzt den ersten Short Trade. Und ähm, Basis ist nach wie vor immer meine Analyse. Ne? Also, wo verortet sich der Handel und ab wann ist es interessant, dann beispielsweise die Shortseite zu handeln? Der Vorteil ist dann, dass man auch ein bisschen aggressiver vorgehen kann äh, mit den ersten Positionen. Äh, mit den weiteren Positionen, also mit dem Aufbau weiterer Positionen, äh, ist es dann ratsamer, ein bisschen mehr auf äh, ein deutliches Signal dann beispielsweise zu achten. Gut, also der erste Short-Trade ist drin, Ziel 40 Punkte. Beziehungsweise irgendwo der Bereich hier, ja, können wir mal ruhig 40 Punkte nehmen. Wäre dann hier oberhalb der Tageseröffnung und, ähm, zwar noch in der Range, in der Opening Range vom 27.11. Ähm, das ist dann passend. Auch hier gilt das äh, Gleiche. Sollte er jetzt runterlaufen ab einem gewissen Punkt, wird dann ein SL gesetzt für die Position. Aber wir können jetzt ganz gemütlich abwarten, wenn er jetzt weiter hochlaufen sollte. Wir können jetzt abwarten, was er auf einem neuen Hoch macht. Schauen wir uns die Geschichte an und äh, können dann weiter entscheiden, ob wir den Short weiter aufbauen. Ähm, Long würde ich jetzt hier erst einmal verzichten. Ne? Äh, man kann jetzt hier aggressiv den Long natürlich noch handeln. Ähm, aber wir sind jetzt hier schon äh, in Bezug auf die erste initiale Bewegung schon ziemlich weit in der Bewegung. Und äh, von daher verzichte ich jetzt hier an dieser Stelle erst einmal auf einen Long. Interessant wird es dann für mich, wenn der DAX weiter steigt und dann eine größere Korrektur hinlegt, dann äh, die Long-Seite zu handeln. Na, aber so bis, ja, sage ich jetzt mal, bis die ersten beiden Short-Positionen drin sind, ähm, macht es dann äh, aus meiner Sicht keinen Sinn, jetzt zu aggressiv die Long-Seite dann mit reinzustellen, weil das Problem ist dann, wenn ich jetzt hier Long handle, bin ich aktuell am Hoch Long, ne? genau, aber Chancen sind gut, wenn er äh, halt äh, die Nummer weiter nach oben raus trägt, kann er heute Abend auch hier oben stehen, ne? oder höher, ne, genau. Aber das ist, wie gesagt, insgesamt überhaupt kein Problem. So, dann. Michael, guten Morgen. Sebastian, guten Morgen. Äh, Doris, moin, moin. Heinz, äh, guten Morgen. Äh, Markus, äh, guten Morgen. Stefan. Die ersten VPI-Zahlen sind gut. Die nächsten Zahlen kommen um 10 Uhr. Genau. Äh, Günther, guten Morgen. Tim, servus. Äh, Robert, äh, guten Morgen. JT, guten Morgen. Albi ist da. Und warum betreibst du Hatching? Erzähle ich nachher. Äh, Stefan, äh, achso, kennen wir uns eventuell von Duschi oder Mario? Was? Wer ist denn Duschi oder Mario? Äh, Ronny, guten Morgen. Aus dem verschneiten Berlin. Oh! In Berlin liegt Schnee, äh, bei uns hat es auch geschneit. Also, äh, ihr wisst ja, Mittwoch und heute, wenn jetzt weniger zu erklären gibt, ähm, dann bin ich auch, ähm, sag schnell, ja, bin ich auch ein bisschen früher raus, weil ich hier auch im Büro dann Schnee schippen muss, äh, beziehungsweise den Gehweg mal freiräumen muss. Äh, Sollte es noch weiter schneien, aber eventuell taut es ja bei uns dann noch ähm, ein bisschen ab. So. Als Dachdecker wieder frei genau und kann somit dabei sein. Ja, ja, das ist immer wichtig. Wichtig ist auch, dass du nicht anfängst, da auf dem Dach äh, mit dem äh, Telefon rumzuspielen, um dann noch irgendwelche Trades im DAX dann schnell äh, umzusetzen. Äh, Oliver, äh, schönen guten Morgen. Äh, Jules, äh, guten Morgen. Aber ich kenne das. Ähm, ich habe auch noch auf dem Bau gearbeitet, als ich angefangen habe mit dem Trading. Beziehungsweise war ich da schon äh, auf der anderen Seite. Des Grabens ähm, als Führungskraft. Aber nichtsdestotrotz lief man dann auch schon mal auf einer Großbaustelle rum und hat sich dann in der Ecke gestellt, um noch schnell einen Trade äh, zu verwalten oder umzusetzen. Ähm, aber das kenne ich alles. Ne? So, also, Jules hatte ich, glaube ich, schon. Guten Morgen. Frank, Jens, guten Morgen und Philipp. Äh, einen wunderschönen guten Morgen. Und dann schauen wir mal, was heute so geht. Ähm, ja, also ausgehend von der ersten Widerstandszone. Ähm, hier, Tageseröffnung 2.8. Erste Reaktion. Ähm, hier, ob man jetzt nur M1, also man kann auch M2 nehmen, dann hat man es ein bisschen äh, deutlicher. Auch hier haben wir eine äh, initiale Bewegung, steigende M2 Tiefs oder M1 Tiefs. Es ist, es ist im Prinzip egal. Ähm, wir können ja mal auf dem M2-Chart bleiben, dann ist das nicht so äh, zibbelig. Also wir haben hier äh, steigende M1 Tiefs. Und was ich jetzt letzten Endes äh, short gehandelt habe, war jetzt hier der Bruch dieser Struktur. Also, dass die Nummer jetzt umgekehrt hat, das war jetzt gut für mich, ähm, den äh, ersten Short-Trade hier zu platzieren. Wenn er weiter gestiegen wäre, hätte ich dann an anderen Stellen geschaut, den Short dann eventuell weiter auszubauen. Und äh, ja, die Geschichte läuft jetzt hier erst einmal an. Ziel 40 Punkte. Ähm, äh, für mich ist es dann immer wichtig, den Zielbereich jetzt hier, weil die Zielbereiche ein bisschen weiter gefasst sind, jetzt nicht. Ähm, zwangsmäßig auf 20, 30 oder 40 Punkte zu setzen, sondern halt einfach zu schauen, okay, wo sind dann relevante äh, Marken? Und zum Beispiel, wenn jetzt hier 40 Punkte knapp unter dem aktuellen Tagestief gewesen wäre, hätte ich gesagt, nee, ziehe ich dann äh, DDP ein bisschen, äh, ein bisschen höher beispielsweise. So, dann schauen wir mal, wie sich die Geschichte weiter gestaltet. Jetzt könnte gut sein, dass er sich hier nochmal an dem Bereich hier abstößt. Wir haben das Opening High vom 27.11. hier und dann hier auch eine Zone. Also, das ist auch immer interessant. Ähm also, wir haben eine, eine Zone. Also, er lief jetzt von hier hoch. Dann hier an diesem Tief war der Ausgangspunkt dieser äh, steilen Bewegung. Und das könnte durchaus nochmal interessant werden. Hier, dieser Bereich. Ne, dass er jetzt hier runterkommt, vielleicht das Tief nicht ganz rausnimmt, sondern äh, ein Stück äh, höher dreht und dann anfängt in die Long-Richtung einzudrehen. So, jetzt sind wir aber schon ähm, ja gute 30 Punkte gelaufen. Das bedeutet, die Position dürfte theoretisch jetzt kein äh, Verlust mehr werden. Ne, die würde ich dann ja naja, würde ich jetzt vielleicht noch nicht äh, ganz rausnehmen. Ich würde mir erstmal anschauen, was er dann hier Oben in dem Bereich macht, sollte er sich erholen. Aber das hier ist genau die wichtige Marke. Ne? Also von wo aus er sich jetzt äh, erneut erholen kann und die nächste Attacke auf der Oberseite starten kann. Man kann auch äh, so langsam anfangen, äh, die Long-Seite beispielsweise jetzt zu handeln. Ne? Schauen wir mal, was er uns hier kredenzt. Also er ist jetzt hier nochmal ziemlich weit zurückgekommen. Wenn er Bock hat zu steigen. Schauen wir mal, ob wir immer noch in den Lungen reinkommen. Ich warte jetzt nochmal ganz kurz, was er jetzt hier an diesem Hoch macht. Ob er sich davon jetzt abstößt. Ne? Das wird jetzt wichtig, äh, wichtig sein, ob er sich davon abstößt, wieder runter handelt oder ob er jetzt. Ähm, Bock hat von hier aus wieder zu steigen, dann würde ich nämlich äh, eine Long-Position mit reinnehmen. So richtig will er noch nicht, aber schauen wir mal. So, wenn ich jetzt eine Long-Position mit reinnehme, dann ist es so, dass ich äh, den TP von dem Short erstmal lasse, falls jetzt der Long nicht aufgehen sollte. Dann habe ich Spielraum. Ne? Dann haben wir einen kleinen Gewinn abgehatcht. Und dann können wir schauen, wie wir mit diesen beiden Positionen weiterverfahren. So, nehme ich den Long mal mit rein? So, TP der Short kommt raus. So, den äh, Long setze ich mal auf 20 Punkte und steige dann hier oben im Profit mit dem Long dann erst einmal aus. Und lege hier aber dann auch einen Trailing Stop von 15 Punkten. So, genau. So, jetzt kann erstmal nichts passieren. Wir haben einen kleinen Gewinn abgehatcht. Wenn der Long aufgeht, ist gut. Ne? Also, wenn der Long aufgeht, ist gut. Wenn nicht, ist auch egal. Ne? So, dann äh, zieht er hier weiter runter und dann können wir schauen, wie wir weiter verfahren. Ob wir dann weiter ins Positionsmanagement gehen mit der Long-Position oder ob wir dann sagen: Nö, äh, Gesamtkonstellation passt nicht. Äh, wir beenden den abgehetschen Gewinn. Ne? Das ist so Idealkonstellation. So und ähm, genau, nach diesem Muster äh, kann man es dann im Prinzip den lieben langen Tag machen. Ne? Voraussetzung ist, wenn es dann halt. Äh, so entsprechend läuft, dass man dann einen Gewinn abhedgt und dann kann man äh, ja entsprechend weiterschauen. Ne? Man kann hier auch ohne TP arbeiten. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, ab einem gewissen Punkt zieht man den Long auf BE. Ne? Und falls der Markt weiter steigen sollte, dann baut man die Short-Seite weiter aus. Ne? Also, dass man generell ohne TP arbeitet, sondern äh, einfach schaut, was der Markt macht. Wenn er dann auf ein neues Hoch steigen sollte und nächste Zielbereiche auf der Oberseite anläuft, dann äh, nimmt man äh, quasi einen neuen Short mit dazu, ist dann Short übergewichtet, kann dann äh, zunächst die Short-Seite ähm, managen. Ne? Also, ich, äh, versteht ihr das, was ich meine? Also, wenn ich jetzt hier nicht äh, über den TP rausgehe mit der Long-Position. So. Und der Markt jetzt von hier aus steigt bis hier oben dann äh, könnte ich ja überlegen hier mit dem nächsten signal meinen short weiter auszubauen hier zum beispiel ne? also ich baue den äh, short an der stelle weiter aus daraus ergibt sich ein schnittkurs ne? inklusive kosten so und dann könnte ich beispielsweise überlegen dass ich jetzt ähm, den long habe ich noch aktiv dass ich ähm, diesen short und diesen short an dieser stelle beende und direkt einen neuen Short eröffne. Ja. Also da dann an der Stelle rausgehe. Und dann habe ich jetzt meinen bestehenden Short. Sagen wir mal um 10 Punkte höher geholt. Und damit auch der Gesamtprofit. Ist dann auch diese 10 Punkte. Größer. Ja. Aber mein Einstieg. Der ungünstigere Short Einstieg. Der ist dann um die Strecke höher gewandert. Ne? Und so kann man dann entsprechend weiter vor Ort gehen. Ne? Jo. So, äh, Stefan, schreib ruhig rein. Ne? Also, wenn du Empfehlungen hast, Duschi. Ach so ähm, Trading Dusche. Ne? Und Mario fällt mir nur Mario Lüdemann oder Mario Steinrücken. Also, einer von den beiden: Mario Lüdemann oder Mario Steinrücken. Anderer fällt mir nicht ein. Und Duschi ist Trading Dusche, denke ich, gehe ich mal von aus. Wir sind ja auch Urgestein. So, es wurde mal gesagt von Tradern, die seit 20 Jahren traden, dass man mit Hedging sein Konto schonen kann, aber auf äh, längerer Zeit nicht rentabel ist. Ähm, ich habe äh, Trader gesehen, die 20 Jahre am Markt sind und sich als Profi-Trader profiliert haben und Millionen Konten innerhalb weniger Wochen geschrottet haben. Wenn man das einmal live gesehen hat und sich da an den Kopf fasst, mit den Methoden, wie da gearbeitet wird, bin ich halt immer ein bisschen vorsichtiger mit den... Oder vorsichtig mit den Aussagen, ich bin schon so lange am Markt aktiv. Da hinten raus ist es dann wertlos, wenn ähm, da andere Geschichten <laughs> dahinter passieren. Nur, nur so viel dazu. Also, ähm, naja, es ist eine Trading-Technik ne? und es gibt keine absolute Wahrheit und es kommt immer darauf an, was man, was man daraus macht ne? und wie man es dann nutzt. Ne? So. Das ist ja, du musst dir das mal so vorstellen, ich versuche jetzt mal ein vernünftiges äh, Beispiel zu finden. Ähm, also mir fällt bloß gerade äh, nichts Passendes ein. An der Stelle. Ähm, naja, ähm, es ist aber äh, halt eine Sache der Erfahrung. Ähm, also ich sag mal so, wenn äh, jemand versucht mit, dem, mit der Hatching-Technik was zu machen, damit aber absolut nicht klarkommt, aber jemand anders damit. Äh, Umso besser klarkommt mit der hedging technik Das ist doch vollkommen legitim. Nur weil einer damit nicht äh, umzugehen weiß, ähm, ist ja auch manchmal eine persönliche Präferenz. Ne? Ähm, dann ist das, äh, heißt ja nicht, dass das Hatching nichts taugt. Ne? Nur weil jemand damit nicht umzugehen weiß. Ne? So, wichtig ist, dass man halt äh, das Hatching nicht missversteht und. Ähm, äh, ja, versucht alles Mögliche dann abzusichern. Ne? Also das Hatching, das Hatching an und für sich geht nicht primär darum, ähm, in beide Richtungen zu handeln. Ähm, jetzt habe ich schon gesagt, es geht nicht primär darum, eine Position abzusichern. Ja, man kann es nutzen zur also Positionsabsicherung, aber es ist halt interessanter ähm, in der Hinsicht, dass äh, man in beide Richtungen handeln kann, so wie ich jetzt hier beispielsweise. Ne? Ich bin jetzt grundsätzlich Short eingestellt. Ne? Weil der DAX weit in der Bewegung ist. Es gibt erste Anzeichen, dass wir bald eine größere Korrektur erwarten dürfen. Und an attraktiven Niveaus, so wie ich dann sagte, auf höheren Niveaus, also oben Short und Long. Und wenn man ne, beispielsweise eine neue Sequenz aufbaut, macht es halt eben Sinn, hier oben anfangen, anzufangen, Short aufzubauen. Und wenn der Markt weiter steigt, dann äh, Long-Setups zu handeln. Ne? Und somit hat man dann Spielraum. Äh, ja, mit dem man arbeiten kann. Ne? Ich habe es ja gerade erläutert, ich hätte den Long ja jetzt hier nicht beenden müssen. Ne? Ich hätte den Long ja auch drin lassen können, dann hätte ich schon mal einen kleinen Gewinn und äh, kann dann äh, schauen, wie ich dann meinen Short weiter ausbauen kann. Ne? Und das kann man halt machen, wie man möchte. Ich habe jetzt hier den kleinen Gewinn von äh, 20 Punkte mitgenommen und äh, schaue dann, ob ich jetzt höher nochmal Short reinkomme. Habe dann halt äh, kein Long dagegen. Ne? Das bedeutet, äh, das läuft jetzt hier auf äh, Verlustkonto, was jetzt hochläuft. Ne? Und ist halt nichts anderes als eine ganz normale Trading-Technik, ne? mit der man äh, gewisse Situationen halt ganz normal handeln kann. Ne? Ich hätte auch beides machen können. Ne? Also ich hätte jetzt hier den Short mit 20 Punkten rausholen können und dann Long handeln können, auch nochmal 20 Punkte. Hätte ich jetzt äh, sogar 40 Punkte auf der Uhr. Ne? Aber darum geht es ja per se nicht, sondern es geht äh, darum, ähm, seine Gesamtpositionierung so ein bisschen reinzuschrauben. Na, also ich kann ja zum Beispiel bei einem 2000 Euro Konto, kann ich 1,0 Lot locker handeln. Ne? Und ich möchte jetzt aktuell äh, schauen, dass ich so hoch wie möglich short reinkomme ne? und nehme dafür halt mehrere einzelne Einstiege. Ne? Genau. So, Bert, guten Morgen, Viktor, guten Morgen. Ach, siehst du, stimmt, der Mario Kofler ist auch noch da. Ist er noch bei GKFX unterwegs? der Mario Kofler und der andere war äh, Stefan Duschi äh, äh, Trading Dusche, ne? Die hieß doch glaube ich mal anders. Wie ist er denn vorher? Trading Dusche, so heißen sie jetzt, ne? Fällt der Name nicht ein. Aber er hieß auf jeden Fall anders. Äh, Stefan, vielleicht weißt du das ja noch. Sven, guten Morgen. Ah, der DAX schon krass, ne? Achso, äh, worauf ich ja noch eingehen wollte, ich, äh, ähm, und zwar hier. So langsam mehren sich so die Signale, dass äh, der DAX ausgelutscht ist. Ich glaube, im DAX-Wochenausblick habe ich, also im letzten DAX-Wochenausblick, habe ich äh, kurz erwähnt, dass wir die Thematik noch nicht haben. Ne? Also dass wir hier noch keine Divergenz haben, aber so langsam könnte sich hier eine Divergenz abzeichnen. So. Und wenn sich hieraus eine Divergenz ergeben sollte, wir sind übrigens äh, vom DAX her im Extrembereich, er kann jetzt gerne noch weiter steigen, ähm, dann bekommen wir hier aber so langsam eine Divergenz, die durchaus interessant ist. Ne? Also je nachdem, ich zeichne es jetzt ja einfach mal so ein, ne? dass wir hier eine Divergenz mit reinbekommen. Die dann äh, grundsätzlich schon mal ein Anzeichen dafür ist, dass wir ein bisschen mehr auf der Unterseite erwarten dürfen. Ne? Also ich sage es ja auch immer wieder, ähm, man darf es halt nicht missverstehen. Wenn ich sage, äh, der DAX beispielsweise ist ausgelutscht und eine größere Korrektur ist wahrscheinlich, dann bedeutet das nicht, dass der Markt jetzt hier unten auf 14.000 steht. Ne? Sondern halt einfach, dass wir im Sinne des aktuellen Anstiegs und der ist ja schon ziemlich stark, ne? Also er eher, der DAX ist ja schon ziemlich stark durchgelaufen, äh, jetzt schon 10,5 Prozent ne, von seinem Tief hier unten. Und irgendwann, es ist halt logisch, irgendwann kommt halt mal eine größere Korrektur rein, die sich auch mal auf Wochenbasis feststellt. Ne. Momentan haben wir steigende Wochenkerzen. So. Das kann diese Woche noch so äh, weitergehen, aber irgendwann kommt auch mal eine Wochenkerze, die mal äh, ja, vor allem diese kleinen Wochenkerzen rausnehmen. Ne. Und das ist das, ne, worum es dann letzten Endes geht. Genau. Ja, aber der DAX, schön am durchziehen. Jetzt werden sicherlich auch einige, die zu sehr short waren, hier mal so ein bisschen noch rausgedrückt. So, in der Nachbetrachtung wäre es halt sinnvoller gewesen, äh, den Long tatsächlich noch laufen zu lassen. Na, aber das ist gar nicht weiter schlimm. Ne, an der Stelle. So. Ja, und jetzt warte ich halt, dass ich mit der, äh, mit der nächsten äh, mit dem nächsten Short-Signal den Short weiter aufbaue. Na, und dann kann man schauen, ob man noch ein bisschen ähm, aktiver die Long-Seite noch gespielt. No? Peter, guten Morgen. Your Day Trading, so hießen die vorher. Your Day Trading, echt? Ah ja, und Mario ist noch bei GKFX. In Thrive, okay. GKFX heißt jetzt Thrive, okay, verstehe. So, Michael, guten Morgen, grüß dich. So, Sven. Äh, ich denke, dass der DAX noch steigt, um die Jahresendrallye zu machen. Und dann kommt eine größere Korrektur im Januar. Ja, was, was, also ich gehe davon aus, dass 2024 auch nochmal ein schwieriges Börsenjahr wird. Ne? Also, klar, wir machen jetzt die Jahresendrallye. Äh, nichtsdestotrotz ist jetzt so langsam äh, die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir eine stärkere Korrektur sehen. Ne? Braucht ja bloß eine Woche sein. Ne? Also eine... <laughs> äh, Entschuldigung. <laughs> also braucht ja nur eine Woche äh, jetzt mal eine Korrektur reinkommen. Ne? was anderes erwarte ich auch gar nicht. Ne? Also einfach mal eine negative Wochenkerze, die dann in der folgenden Woche schon wieder aufgeholt wird. Ne? Wäre ja auch gar nicht weiter wild, ne? Also, wirklich mal hier eine Woche eine Korrektur ne? und dann weiter aufwärts. Ne? So, aber wir haben natürlich schon größere Rallys gesehen. Nur weil er jetzt hier 10,5% am Stück gestiegen ist, heißt das nicht, dass jetzt hier schon Ende Gelände ist. Er hat jetzt nämlich die nächste wichtige Hürde auf der Oberseite, hatte er ja schon sich geholt. Ne? Also, er hat. Äh, den äh, Widerstandsbereich, den hat er jetzt überschritten. Ne? Den hat er sich jetzt definitiv hier rausgeholt. Und äh, jetzt haben wir das nächste große Ziel, die 16200 vor der Nase. Danke, danke, danke. So, Rainer, guten Morgen. Genau. Ne? Und das ist ja auch äh, aus meiner Analyse. Also, äh, aus meiner Analyse ne, haben wir ja hier den äh, großen Gap-Bereich noch. Mal gucken, ob ich den hier mit reinkriege. Äh, genau. Ne? Also, das ist hier noch der große, der große Gap-Bereich, der noch darauf wartet, geschlossen zu werden. Und das ist halt ein, definitiv ein Ziel auf der Oberseite. Ne? Das ist Gap halt von Anfang, Oktober, äh, Anfang August. Ne? Ja, so sieht die Geschichte aus. So. Ich gönne mir erstmal einen Schluck Kaffee. Mike, wann schließt du die Short-Position? Wenn sie im Gewinn ist. Ansonsten läuft sie bis ans Ende meiner Tage weiter. Nein, weiß ich noch nicht, wann ich die schließe. Ne? Also. Ne, ich bin ja hier jetzt im Positionsmanagement-Modus und Gott sei Dank im ähm, Hedging. Also ihr merkt äh, direkt, dass ich mich äh, äh, direkt wohlfühle ne, mit der Thematik, weil es dann doch äh, vertraut ist. Ne? Das Schöne ist, man braucht überhaupt keinen Fummel machen. Ne? Also ist überhaupt nicht schlimm, selbst wenn man sich unwohl fühlt. Mein Gott, dann stellt man halt eine Lungenposition dagegen wenn es einem zu bunt wird. Dann stellt man erstmal eine Long-Position rein. Wenn er dann weiter steigt, gut und schön. Wenn er dann weiter fällt, ist es auch nicht weiter tragisch. Da hat man hier einen kleinen Verlust abgehatcht und kann dann weiterschauen. Na, also für jedes Szenario ähm, äh, kann man was machen. Beispielsweise sagt man, also das hier ist noch Bullish. Ne? Äh, beispielsweise sagt man, okay, ist einem zu heiß. Man stellt jetzt hier einen Long-Trade dagegen. Ne? So, wenn er dann wieder fällt, hat man ja nach wie vor nur diesen Verlust hier abgehatcht. Dann kann man folgende Sachen machen, beispielsweise. Man hat ja dann hier eine Short-Position. Man kann dann hier unten schauen, beispielsweise ne? äh, hier einen Long wieder mit reinzunehmen. Sollte er dann äh, wieder steigen, alles gut und schön. Und im Idealfall ist äh, die Konstellation dann so dass der Schnittkurs hier unterhalb der Short liegt. Dann kann man sagen, okay, war kein schöner Handelstag, aber man nimmt halt diese komplette Konstellation raus, hat dann trotzdem am Ende des Tages noch einen kleinen Gewinn kassiert. Ne? So mit dieser Betrachtungsweise, es kann eigentlich nicht viel passieren. Ne? Man muss halt bloß aufpassen, dass man sich nicht verrennt in seiner Positionierung. Ne? Es ist halt immer problematisch, an einem Hoch-Long zu sein. Ne? Also auch wenn ich jetzt hier Long-Trades dagegen stelle, ähm, warte ich eine laufende Bewegung ab. Lass ihn doch erstmal laufen. Ne? Lass ihn erstmal laufen, laufen, laufen. Irgendwann kommt eine Korrektur. Also es ist definitiv nicht so, dass er von hier aus jetzt so hoch steigt. 500 Punkte. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass er das jetzt in der aktuellen Struktur, dass er das jetzt so macht. Ne? Kleine Korrektur und dann den nächsten Schwung. Äh, 70 Punkte hoch und dann immer so weiter. Ähm, auch wenn ich jetzt hier verkehrt liege und sage, okay, es macht Sinn, die Long-Seite zu handeln, dann lass ihn erst mal laufen. Ne? Lass ihn die Nummer hier erst einmal machen. Und mit der nächsten größeren Korrektur, wenn er dann wieder anfängt, Long einzudrehen, dann fange ich an, wieder einen Long-Trade dagegen zu stellen. Ne? So. Und dann bin ich sehr wahrscheinlich am aktuellen Niveau. Oder halt, ne? Aus, aus einer Korrektur long und habe dann aber schon mal die Gewissheit, dass ich nicht an einem hoch einer Bewegung long bin, sondern zumindest schon mal ein bisschen Korrektur gesehen habe. Ne? Was dann halt auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich mit dem long dann hier noch ein bisschen was mitnehmen kann. Ne? Und dann kann ich immer noch entscheiden, okay, wenn er dann äh, rausläuft, dann mache ich den long nach 20 Punkten zu, fange dann an, vielleicht äh, wenn der Markt eintritt, einen short neu mit reinzunehmen. Und so kann ich das Ganze dann hin und her spielen. Und je größer das Konto ist, desto mehr Spielraum habt ihr. Ne? Es macht halt einen Unterschied, ob ihr ähm, in eine Richtung nur vier Einzelpositionen aufbauen könnt oder acht Einzelpositionen. Ne? Das macht dann halt schon einen Unterschied. Ne? Und das geht dann äh, gar nicht mehr so darum, äh, den Trade wirklich am Ende des Tages wirklich rauszubekommen, sondern einfach im Hin und Her ähm, das mitzunehmen. Ne? Immer ein bisschen was mitzunehmen. Ne? Mal auf der Long-Seite ein bisschen was mitnehmen, wenn er dann reinläuft. Und das, das hier ist eine ideale Konstellation. Selbst wenn ich den Long jetzt hier gemacht hätte und der wäre dann in den Verlust gelaufen, wäre ja nichts passiert. Dann kann ich mit der Long-Seite ja immer noch weiter managen, wenn ich will oder ich sage, okay, gefällt mir insgesamt nicht, ist mir zu heiß, ich gehe dann halt komplett raus aus dem Trade. Der Nachteil ist an der Vorgehensweise, dass der die Verlustseite halt überproportional steigt, ne? weil man dann äh, über das Positionsmanagement äh, mehr ähm, und auch teilweise größere Einzelverluste damit nimmt. Ne? Also man braucht sich ja bloß vorstellen, äh, wenn der Markt jetzt hier 200 Punkte steigt, ne? ich mache jetzt hier oben ähm, einen Short und äh, nehme dann hier über den Schnittkurs die Nummer raus, dann hätte ich jetzt 100 Punkte auch auf der Verlustseite mit drin, ne? 100 Punkte im Gewinn und 100 Punkte im Verlust. Na, und das ist natürlich nicht so. Nicht so optimal. Ne? So, jetzt können wir hier einfach ganz entspannt abwarten. Ich sagte ja, äh, den weiteren Positionsaufbau äh, gestalte ich dann ein bisschen konser äh, konservativer. Das bedeutet, hier gehe ich jetzt nicht ähm, aktiv äh, oder aggressiv rein, sondern für mich ist jetzt hier erst einmal wichtig, dass er eine Korrektur macht. Und wenn er dann nochmal an diesen Hochbereich hier läuft, Rücklauf macht, dann kann ich immer noch schauen, dass ich Short reinkomme. Ne? Ansonsten bleibt jetzt der Short hier mit äh, 40 Punkten. Den TP platziere ich jetzt hier wieder und sollte er von hier aus äh, die Biege machen, dann habe ich ja immer noch den Short, der dann irgendwann in den Gewinn läuft und dann eventuell sogar das Ziel hier erreicht. Ne? Also die, die Lage des Short ist gut. Na, es wäre jetzt ungünstiger, den Short jetzt hier unten zu haben. Ne? Das wäre jetzt äh, nicht so gut. Ne? Aber dadurch, dass ich den gut platziert habe, ne? an der äh, relevanten Marke mit, dem, mit der initialen Position, äh, passt das. Ne? Also wichtig für das Positionsmanagement ist immer, wenn ihr eine neue Sequenz eröffnet schaut so hoch wie möglich short reinzukommen mit der ersten Position oder so tief wie möglich long ne? und das kann man halt ganz einfach machen wenn man jetzt äh, zum Beispiel äh, long fokussiert jetzt wäre oder ähm, sich jetzt überlegt hätte ähm, hier long zu handeln muss man halt schauen wo man dann äh, den ersten Long reinnimmt und dann müsste man abwarten bis er hier in diese Zone reinkommt ne? und dann hier unten in diesem Bereich die erste long Position dann reinzunehmen ne? was hat man dann man hat dann schon Reaktionsbereiche und da lohnt es sich dann. Durchaus den, den äh, äh, Long dann an, äh, auf tieferem Niveau dann aufzubauen. Und wenn er äh, dann weiter fällt, ist man ja zumindest nicht an einem Hoch jetzt hier, so wie hier jetzt, wenn ich jetzt hier in den Long klicke, ist man ja komplett am Hoch Long. Und das ist natürlich denkbar dumm, äh, wenn er dann äh, kurz nach der Positionseröffnung äh, die große Biege macht. Ne? So interessant ist jetzt auch, wir warten jetzt noch die 10-Uhr-Kerze ab. Das bedeutet, wir haben dann eine neue äh, Opening-Range. Das Opening-High ist dann wieder. Widerstand und gleichzeitig Unterstützung. Sollte er dann weiter nach oben rauslaufen, wäre dann das Opening High auch wieder eine Marke, wo man, ähm, sei jetzt mal, wenn der Markt läuft und zurückkommt, wo man dann äh, Long aufbauen kann. Na, also so wie ich es dann äh, äh, sagte, wenn er dann weiterlaufen sollte, also nehmen wir mal an, er macht die Stunde jetzt hier äh, noch zu Ende. Ne? Dann haben wir das Stundenhoch, ist dann Widerstand und Unterstützung. Läuft er dann im Anschluss weiter? Wäre das hier ein guter Bereich, um zu schauen, ob man hier eine Long mit reinnimmt, ne? unabhängig davon, was die Short-Seite da macht. Und dann kann man halt schauen, dass man noch äh, weiter Short aufbaut, um dann halt diese untere Position dann rauszumanagen. Ne? Also wie gesagt, wenn das Konto groß genug ist, kann eigentlich gar nichts passieren. Ne? Also ihr könnt da ähm, in der Spanne wunderbar hin und her arbeiten. Wichtig ist immer, versucht, verme versucht zu vermeiden, äh, in so Bereichen dann short zu sein auf der long seite ist es immer noch relativ einfach ähm, aktienmärkte sind longmärkte klar gibt es mal größere korrekturen aber die geschichte beweist das man hat zumindest die chance dass ähm, deutlichere erholung dann Erfolgen ne? und dass man dann gerade auf der Long-Seite seine Position so oder so irgendwann rausbekommt. Man sollte aber vermeiden, an einem Bewegungstief dann short zu sein. Da muss man wirklich drauf achten. Und da kann man sich ja Regeln aufstellen, dass man jetzt sagt: Okay, ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine übergeordnete Trendfortsetzung erfolgt, handelt man nicht mehr äh, aktiv short oder ist dann halt mit seinen Short-Positionen so restriktiv, dass dann, wenn man damit verkehrt liegt, dass man die schnell rausnimmt, äh, beziehungsweise. Ähm, schnell auf äh, Long absichert, ne, also mit einer Gegenposition Long und dann schaut, ob sie dann später rausgenommen wird oder ähm, dass man dann halt den Verlust nach zwei, drei Tagen dann einfach realisiert, ne, wenn man die größte Gegenbewegung passiert. Genau, das werden wir dann aber alles hier im Detail noch besprechen. Ne. Ich versuche jetzt hier die einzelnen Sequenzen auch ein bisschen aufrecht zu erhalten und dann gehen wir auch mal ein bisschen darauf ein, wie man äh, jonglieren kann. Ne. Muss halt klar sein. Um, die 2000 Euro es hat jetzt nichts mehr mit 1% Verlustgrenze für den einzelnen trade zu tun sondern wir nutzen jetzt den Spielraum des Handelskapitals also wir nutzen das Handelskapital was wir jetzt zur Verfügung haben um äh, dann halt äh, ja die Geschichte maximal auszureizen um äh, ja über das Positionsmanagement äh, einzelne Positionen dann untereinander zu verwalten. No? So, Markus, jetzt warten wir auf ein Umkehrsignal. Ja, also bis jetzt sieht es äh, noch nicht danach aus. Ne? Ich warte jetzt erst einmal, ich lasse den Markt jetzt erstmal laufen, lasse ihn laufen und dann warte ich auf eine Korrektur. Ne? Also er soll jetzt erstmal laufen und wenn er mir hier nochmal so, so eine Korrektur hinstellt, dann schaue ich, ob ich nochmal einen Long mit reinnehme. Und wenn er nach so einer Korrektur noch einmal an das jeweilige Tageshoch ranläuft, dann schaue ich, dass ich nochmal eine Short-Position aufbaue. Also, die Setup-Logik, wonach ich Positionen aufbaue, ist äh, relativ ähnlich. Ne? So viele Analysten glauben, dass äh, viele Börsianer schon Zinssenkungen äh, fürs nächste Jahr, eventuell falsche Erwartungen äh, jetzt schon eingepreist haben und die Kurse eventuell nach der Jahresendrallye fallen. Ja, also logisch. Ne? Das ist jetzt, sage ich jetzt mal, Portfoliopflege. Ne? Je steiler oder je stärker die Märkte steigen. Desto mehr müssen rein, gerade die großen Fonds, ne? weil sie einfach Rendite nicht liegen lassen dürfen. Ne? So und wenn dann quasi die Boni berechnet sind auf Basis der Performance, wenn das alles durch ist, dann ist es halt dem Fondsmanager oder kann es dem Fondsmanager ja auch egal sein, ähm, wie die Performance in den ersten im ersten Quartal beispielsweise ist. Und ich gehe schon davon aus, je höher die Indizes stehen zum Jahresende, desto stärker wird auch erst einmal die Korrektur ausfallen. Also, dass wir durchaus kommendes Jahr noch ein bisschen erst einmal mehr Gegenwind erwarten dürfen. Und ja, Zinssenkung, also ist ja jetzt nicht überraschend. Ne? Wir haben jetzt die Zinsanhebungsphase und dass darauf auch bald eine Zinssenkungsphase folgt, ist ja auch logisch. Ne? Also, hast du auch Haltegebühren berücksichtigt? Ja, also, man kann die halt mit, mit berücksichtigen in der Zielberechnung. Beispielsweise, also nicht falsch verstehen, es geht jetzt nicht darum, hier die Trades etliche Wochen äh, und um Monate zu halten. Ne? Darum geht es nicht. So und wenn dann eine Sequenz zwei, drei Wochen mal hält oder läuft, ist das vollkommen passend. Ne? Und alles andere kann man dann in der Zielberechnung mit einfließen lassen. Ne? Also, wenn in der Umrechnung, sage ich jetzt mal 20, 30 Punkte äh, Kosten mit drin sind, kann man es ja berücksichtigen. Ne? In der Zielberechnung. Ja, Stefan, intraday hast du keine alte Gebühren genau. So, Marco, guten Morgen. Genau, Björn, um 10 Uhr gibt es gleich noch Daten. Und es wäre also, wäre jetzt unsinnig eigentlich, dass da was anderes rauskommen sollte. Ne? Hier an der Stelle. Was ich jetzt halt nicht verstehe, ist, warum Sie hier äh, extra die ähm, VPI-Daten der einzelnen Bundesländer auflisten. Warum Sie das machen? Ist das jetzt so ein deutsches Ding? Weil no? das äh, jetzt Investing Deutschland ist? Weil ja, die deutschsprachige Webseite? Weil wir können ja mal gucken, wie es bei Trading Economics aussieht im Kalender. Tatsache. Das ist das hier auch separat drin. Das ist ja eine spannende, spannende Geschichte, ne? Weil so kenne ich das halt nicht, ne? Also schon, ich kenne das schon, aber er hat jetzt, jetzt halt von, von äh, anderen Ländern. Naja. So, ich sehe es gerade. 123 Zuschauer. Grüße an alle. Ähm, ihr kennt die Challenge. Tägliche Challenge: 50% Likes müssen mindestens reinkommen auf Basis der Zuschauer. 123 Zuschauer. Also, ich bin, ich bin äh, gütlich. Ich sage mal so 61 Likes müssen reinkommen. Ne? Das ist die tägliche Challenge. Bis jetzt haben wir sie immer noch geschafft, auch wenn es manchmal ziemlich knapp war. Aber bis jetzt haben wir es immer geschafft und es wäre verrückt, wenn es diesmal nicht auch klappen sollte. Also würde mich echt wundern. Würde mich zwar auch enttäuschen, aber vor allem würde mich das wundern. Ich gucke jetzt. Also ein bisschen Tauwetter setzt wohl ein. Da müssen wir mal schauen, werde ich wohl doch noch den Schneeschieber nachher raus, rausholen müssen. No? Ja, geht doch. No? Jetzt sind wir sogar 127, 128 Zuschauer. No? Damit steigt natürlich äh, das persönliche Ziel. No? Dann wären wir jetzt theoretisch bei 64 Likes. Aber wie gesagt, bisher haben wir es immer noch geschafft. Ne? Also würde mich jetzt wirklich überraschen, wenn wir es diesmal nicht schaffen sollten. So, der DAX steigt weiter, so wie ich gesagt habe, nicht verrückt machen lassen. Hier mit dieser äh, Short-Position. Ich warte jetzt einfach, ich lasse den Markt jetzt hier erst einmal nach oben machen. Und mit der nächsten größeren Korrektur, nach der nächsten größeren Korrektur, schaue ich, ob ich äh, long, äh, ob long noch opportun ist. Ne? Also ob ich noch ähm, eine Long-Position mit reinnehme. Eine zusätzliche. Oder ähm, dann im weiteren Verlauf, wo ich dann den nächsten Short platziere. Ne? Und so kann man das halt laufen lassen. So, und wir nutzen jetzt das zur Verfügung stehende Kapital, um halt in der Spanne, in dem Hin und Her des Marktes Positionen auf und abzubauen. Ne? Also, wie gesagt. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich hatte ja hier unten einen Long drin, man hätte ihn auch laufen lassen können. Den habe ich jetzt mit 20 Punkten rausgenommen. Man hätte den Long auch laufen lassen können. Ne? Dann hätte man jetzt immer noch einen Gewinn ne, In der Nachbetrachtung, man weiß es ja immer nicht so genau, in der Nachbetrachtung wäre das die bessere Entscheidung gewesen, jetzt aktuell, aber es ist jetzt auch nicht wild. Ne? Also es spricht jetzt nichts dagegen, ähm, jetzt eine Seite fokussiert zu handeln und dann immer äh, zu versuchen, ähm, wenn er dann noch weiter gegen diese eine Seite läuft, dass man dann äh, einzelne Positionen noch mit reinnimmt. No? So. Ja, jetzt heißt es warten, no? und nochmal, macht doch nicht verrückt, der Markt. Wird auch wieder fallen. Na, also eine größere Korrektur muss zwangsläufig kommen. Na, also sowas muss zwangsläufig kommen. Jetzt kann er ein bisschen hochlaufen. Wir haben jetzt hier die 16.200, beziehungsweise das Gap Close noch vor der Nase. Wäre es natürlich, ähm, sag ich mal, ein bisschen ungünstig, wenn er die 1% jetzt noch macht auf der Oberseite direkt. Aber jetzt warte ich erst einmal eine größere Korrektur ab. Na, also jetzt muss hier eine größere Korrektur reinkommen. Dann überlege ich, ob ich nochmal eine Long-Position reinnehme nach der größeren Korrektur. Und er muss dann für den weiteren Short-Aufbau, muss er, ich zeichne es mal ein bisschen extremer, muss er halt hier nochmal irgendwie in den Hochbereich reinkommen. Ne? Also, das wäre jetzt, das wäre jetzt äh, so die G Geschichte. Ne? Also, ähm, es wird ja dann immer ein Widerstand definiert ne? durch, äh, durch den Wendepunkt. Ne? Beispielsweise, wenn jetzt hier ein Wendepunkt reinkommt, ist das ja dann neuer Widerstand. Und, ähm, angenommen er geht jetzt hier in die Korrektur, dann kann ich noch mal überlegen, ob ich äh, unten Long aufbaue und wenn er dann noch mal die Erholung macht, dann äh, kann ich schauen, ob ich äh, hier oben Umkehrsignale bekomme, um dann in die Shortseite reinzukommen. Ne? So, ansonsten lasse ich die Geschichte laufen. So, und er kann jetzt, wenn er sich äh, das Opening High Jetzt wiederholt, also wenn er sich jetzt hier nicht stabilisieren sollte, kann das auch sein, wenn er wieder in die Opening Range zurückfällt, dass er die Nummer hier komplett nach unten rausträgt. No? Wichtig ist jetzt, wir haben hier mal das raus, das raus, dann holen wir uns mal den hier. Das hier ist jetzt neue Unterstützung, no? also das wäre jetzt sozusagen das High vom 29.11. 23 no, und das ist jetzt unterstützung no, unterstützung hier und wenn er sich hier dran abstößt ne, ist er noch long wenn er hier äh, zurückfällt dann könnte eine größere korrektur folgen no, und das kann man dann halt nutzen beispielsweise wenn er jetzt deutlich nach oben raus sieht, wenn er hier nochmal an das opening high rankommt und umkehrsignale ausbildet dann würde ich nochmal einen Long mit, mit reinnehmen. Ne? Und jetzt nicht, um den Long jetzt bis sonst irgendwann zu halten, sondern halt einfach, um nochmal ein bisschen äh, Gewinn auf der Oberseite mitzunehmen. Ne? Und sollte er dann von hier aus fallen mit dem neuen Long, nehme ich dann den TP auf der Short-Seite raus. Das bedeutet, wir haben dann einen abgehatchten Verlust. Und wenn er dann äh, tiefer handelt, kann ich hier unten beispielsweise dann nochmal schauen, neue Long äh, aufzubauen. Und dann habe ich wieder. Einmal Schnittkurs, eine Einzelposition, Schnittkurs. Und so drehe ich das immer hin und her. Also ich definiere dann Marken, wo es für mich Sinn macht, den Short oder den Long weiter auszubauen. Es kann nichts passieren, im Grunde. Was? Korrektur? 16080, 85? Nö. Warum? Was, was hast du hier? Ne? Meinst du das hoch hier? Inter das hier ist interessant. Ne? Also, so wie ich, wie ich sagte, Reaktionstief. Und hier haben wir das nächste Reaktionstief. Das ist interessant. Ich mach mal äh, mit dem Füller hier rein. So. Und Das ist jetzt hier die relevante Geschichte. Ne? Und so geht das dann weiter. Wenn er sich jetzt von hier deutlich entfernt, dann ist das hier die nächste Geschichte. Ne? Im Sinne der Struktur. So, wenn er jetzt hier komplett äh, hochläuft ne? und weiter durchzieht, wäre das hier der nächste Bereich, wenn er hier nochmal zurückkommt, ähm, nochmal Long aufzubauen. Das wäre die aggressive Variante. Ähm, am aller, allerbesten wäre es natürlich, wenn er hier nochmal zurückkommt. Dass man jetzt einfach wartet, okay, wenn man sich überlegt, okay, ich will long handeln, warte aber, bis er hier nochmal in diesen Bereich zurückkommt. Ne? Und so kann man sich halt überlegen, okay, was will man dann handeln? Will man ganz aggressiv vorgehen? Weil man jetzt der Meinung ist, der Markt kann hier nur von hier aus nur nochmal 100, 200 Punkte steigen, ne? wenn man jetzt hier long geht. Kommt natürlich immer auf die Relation drauf an. Ne? Wenn er entsprechend weit schon weggelaufen ist, dann ist das ja hier schon eine deutliche Korrektur wenn er in den Bereich reinkommt. Ne? So, und wir lassen ihn erstmal laufen. So, nicht mal untergeordnet ähm, ist hier irgendwas, was nach Short aussieht. Ne? Wir haben jetzt eine intakte Aufwärtsbewegung auf M2. Ne? Also steigende M2 Tiefs schrauben sich jetzt hier Stück für Stück hoch. Ne? Und eine größere Korrektur wird dann einsetzen, wenn diese Struktur von steigenden M1, äh, M2 Tiefs mal rausgenommen wird. Ne? wenn die dann gebrochen wird. Machst du also, mal so. Ne? Also so sieht es ja aktuell aus. Wenn das hier mal ernsthaft rausgenommen wird, dann. Ne? Könnte auch ein bisschen mehr gehen auf der Unterseite. So, Björn, du darfst halt nicht außer Acht lassen, dass äh, jeder auf einen anderen Chart schaut. Ne? Also, du hast andere Kursmarken als ich. Ne? Die 80-85 kann bei dir komplett woanders sein als bei mir. Ne? Ich äh, schaue mal in den Future. ich ihn dann hier irgendwo habe. Ne, habe ich jetzt hier nicht. Ist auch nicht weiter wild. Ähm, wir können ja einfach mal auf Investing und den DAX Future uns anschauen. Und dass die 8085 bei, also wenn du den DAX Future hast, ist er, ist er hier. Ne? Bei mir ist die 8085 da oben. No? Das musst du halt immer berücksichtigen, so. Wenn du sagst, hier long, hier short. No? Wenn du den Blick auf einen anderen Chart hast, dann bringt das nichts. No? Du musst das dann halt, wenn du hier eine Frage stellst, musst du es halt abgleichen. No? Du schaust so, wo der aktuelle Kurs ist, und wenn bei dir der aktuelle Kurs aber jetzt bei der äh, 16.160 ist, no? wenn du das hier siehst, aber bei mir ist er 30 Punkte tiefer. Dann musst du das entweder umrechnen oder mir sagen: Hey, bei mir ist der Kurs, äh, liegt die Marke da. Ähm, am besten sagst du mir eine Kerze, eine Uhrzeit, von wo aus du deine Marke verortest. Ne? Und wenn du den Future hast, ja, dann kommt das ja hin. Ne? Dann ist es ja genau das, was ich hier gerade gesagt habe. Und so musst du es dann halt abgleichen. Du darfst halt nicht der irrigen Annahme unterliegen, dass jeder auf den gleichen Chart glotzt. Jeder hat einen anderen Chart. So, und dann relativiert sich auch ähm, vieles. Ne? Wenn du dann erstmal verstehst, dass äh, egal wer irgendwie unterwegs ist, tendenziell ähm, haben wir andere Charts. Ne? Ja, jetzt heißt es erstmal warten. Ne? Läuft schön raus. Also, jetzt auch endlich mal ein bisschen Bewegung. Ne? Endlich mal, ja, nur endlich mal mehr als 40 Punkte Tageshandelsspanne oder während der, während der ersten Handelsspanne. Also, gestern war ja auch fürchterlich, ne? da der gerade mal 40 Punkte gemacht So, aber es passt halt ne? mit der Tagesanalyse. Er läuft jetzt schön raus. Wir ja wirklich mal gespannt, äh, ob wir dann hier schon eine ordentliche Divergenz äh, bekommen zum Ende der Woche. Ne? Und dann ist das schon mal ein sehr gutes Anzeichen, dass die Bewegung nach oben und auch bald zu Ende ist. Ne? Zumindest kurzfristig. Ne? Dass der kurzfristige Anstieg, also der aktuelle Anstieg, erst einmal durch eine größere Korrektur unterbrochen wird. Und wir haben ja noch Zeit. Ne? Ähm, wir haben ja, dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, monatsultimo ultimo effekt na, also um den Monatswechsel herum eher positiv und dann mit neuem Handelsmonat kann da durchaus mehr kommen, ne? Aha, du hast den gleichen Chart wie ich. Ja, im Zweifel dann halt immer äh, einen Screenshot reinschicken. Ne? Also, ihr habt die Möglichkeit, die Community zu nutzen. Und hier im Trading-Kanal könnt ihr dann einen, äh, ähm, äh, einen Screenshot machen mit euren Zeichnungen. Und dann haben wir auch was, wo wir äh, drüber diskutieren können. Ne? Weil ihr müsst halt auch immer verstehen, A, wie gesagt, haben die meisten so oder so andere Charts und auf der anderen Seite äh, sehe ich ja nicht, äh, was vor eurem inneren Auge ist, beziehungsweise was ihr euch vorstellt. Ne, und das lässt sich auch meistens ganz schwierig beschreiben und da ist es dann halt immer zielführender, ähm, einen Screenshot zu machen, kurz einzuzeichnen, äh, was man meint. So, Hans, erstmal guten Morgen. <laughs> Dich lässt Bayer auch nicht los, ne? Schauen wir mal, wie es da aussieht. Ich meine, Bayer ist ja auch nicht das. Äh ist ja auch nicht das maßgebende ähm, Unternehmen, ne? Im DAX. Ja. Die haben auf jeden Fall erstmal ein bisschen zu kämpfen. Ne? Hier wichtige Unterstützung, wo sie jetzt voll durchhämmern. Ne? Also in niedrigere äh, Notierung. Nur mal rein, äh, schauen wir mal, was die Seite hier sagt. Oh, fett, ne? 50 Milliarden Umsatz. Er kannst du halt nicht machen, ne? Wenn er, wenn er halt federn lassen muss. Wenn ein Unternehmen nicht profitabel ist. So, hier verschiebt sich die Geschichte ein bisschen. Das ist das relevante Tief. Ne? Also er hat jetzt hier nach unten zwar ein bisschen angefixt, ne? aber zieht sauber weiter. Ne? Dann haben wir hier noch die M5-Struktur und hier ist jetzt erst einmal kein Anzeichen dafür, dass es sich lohnen würde, den Short weiter auszubauen. Ja, gut. Keine, äh, keine Unternehmen gibt es ewig. Ne? Also es sind ja nur die wenigsten Unternehmen, die wirklich ewig äh, bestehen über viele Jahrzehnte. Manchmal 100 Jahre und länger. Ne? Und so ist das nun mal, ne? Ja. Na, also wenn ein Unternehmen keinen Gewinn macht, Ne? ist auch logisch ne? was soll dann der Aktienkurs oben sein ne? dann muss man halt ich, ich sage jetzt mal wenn jetzt klar ist dass äh, die, dass das Bayer Verluste schreibt ja, dann macht es halt keinen Sinn die Aktie zu kaufen ne? und das spiegelt sich halt im Kurs wieder ne? das Schöne ist oder äh, häufig ist es dann halt so dass die ersten Gerüchte schon dafür ausreichen, erste untergeordnete Trendwenden zu vollziehen. Wenn man das mit der charttechnischen Analyse ähm, versteht, dann äh, kriegt man zumindest schon mal erste Anhaltspunkte, wann es sich lohnt, eine Aktie schon mal so vorsichtig zu kaufen. Natürlich spielt da die fundamentale Seite auch immer eine Rolle. Und das wäre dann halt ideal, um dann frühzeitig äh, eventuell in eine Aktie einzusteigen. Ne? Also letzten Endes werden die Unternehmen ja auch von Menschen geführt und die haben ja immer ein Interesse daran, das Unternehmen aus der Krise zu bewegen. So, das kann gut gehen, ne? kann natürlich auch schlecht, äh, äh, schlecht laufen, beziehungsweise in die Hose gehen, was auch immer an Maßnahmen, äh, was auch immer an Maßnahmen dort verabschiedet wird oder äh, umgesetzt wird. Aber man darf ja nicht davon ausgehen, dass, das, dass man es mit Vollidioten zu tun hat. Ne? Die haben ja immer das Bestreben, den Laden dann irgendwie zu retten beziehungsweise dann auf den auf Vordermann zu bringen. So, und da muss man dann halt schon, äh, das muss man ja im Hinterkopf behalten. Ne? Wenn da jetzt keine äh, Betrüger am Werk sind, wie jetzt bei Wirecard zum Beispiel, die da, äh, auf, die da Bilanzbetrug ähm, im großen Umfang ähm, ja, vollziehen, dann schaffen es die meisten Unternehmen auch. Es sei denn, eine komplette Branche ist jetzt irgendwie raus. Ne? Was haben wir denn als äh, jüngstes Beispiel? Nokia zum Beispiel so ein, Be äh, so, ein, so ein gutes Beispiel dafür, die ja zu lange an diesem Tasten Phone, Tasten Handy da noch festgehalten haben und die Smartphone-Ära komplett verpennt haben. So. Und wenn man solche gravierenden Fehler vollzieht, dann ähm, dann darf man sich halt nicht wundern, ne? oder beziehungsweise, dann ist so ein Unternehmen halt auch erst einmal dem Untergang geweiht. Aber Nokia gibt es ja zum Beispiel auch heute noch. Ne? Und solche kompletten Totalausfälle sind ja dann Gott sei Dank relativ äh, ja selten, möchte ich nicht sagen, aber gerade bei den ganz großen Unternehmen hat man ja eher weniger komplette Totalausfälle. Ne? Aber wenn es so also weitergeht mit Bayern, dann werden, wird die Aktie auch bald aus dem DAX verschwinden. Ne? Aber man muss halt immer grundsätzlich im Hinterkopf behalten, dass äh, das Bestreben ja äh, besteht, äh, ein Unternehmen wieder aus der Krise zu wirtschaften, ne? Und das muss man dann halt genau verfolgen. So ist dann halt doof, äh, wenn man wie bei der Wirecard dann beispielsweise direkt am Hoch eingestiegen ist und dann einen äh, Totalverlust erleidet, ne? Nichts gegen Nokia, das waren die besten Brechstangen. Endlich ja, also für mich war das ein top, top telefon auf der Baustelle. Das konntest du gegen die Wand schmeißen, ist nichts passiert und vor allem der Akku hat lange gehalten, weil dann nichts passiert ist. Aber konntest telefonieren, ne? Und da da konntest du schön dein Bier drauf abstellen oder keine Ahnung, konntest du dann auch mal ein bisschen Geländer richten oder sonst irgendwas, ne, ohne dass es kaputt ging. Ne? Also robust waren die Dinger, ne? Das schon, so aber ist das denn massentauglich? Ne? So, Mr. Bullish, äh, hi, was hältst du von Palladium? Sieht meiner Erfahrung, meiner Einschätzung nach jetzt äh, so langsam gut aus für Bodenbildung, oder? Ja, können wir uns ja mal anschauen, ähm, aber Rohstoff ist nicht so mein Favorit. Habe ich halt einfach kein Interesse drin. Ne? Also ich persönlich bin halt mit Indizes besser verbunden, halt einfach wegen dem Investieren in Aktien. Ne? Hat man dann oder habe ich einen besseren Bezug zu, äh, zu den Aktienindizes? So, ich weiß es gar nicht. Haben wir denn hier? Wie heißt denn Palladium? Naja, müssen wir mal gucken. I, 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 I. Das ist jetzt Energy. Ja. Ich mir Kupfer. Ihr schreit dann, ne? Wenn, wenn ich was übersehe. So, da haben wir aber nur Gold und Silber drin. Haben wir hier noch was anderes? Eine Custom nicht. CFD-ETFs nicht. Das sind Aktien. Ne, Palladium habe ich jetzt hier erst einmal nicht. Äh, können ja dann aber mal bei Investing schauen. In 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 Palladium. Haben wir das manchmal hier drin? Ich gucke gleich in den Chat, bitte nicht ausrasten. ETC haben wir hier. So, ach, Matula, danke, dass du dich wieder blicken lässt und du bist. Ach, du kriegst ein Timeout. So. Was ich für die US-Indizes erwarte? Ja, also erst einmal sind sie per se bullish, ne? So, ähm, was wollte ich jetzt? Palladium, so was, was, äh, für eine Bodenbildung, so. Ja, dann schauen wir mal rein hier, was uns Investing so äh, bietet an Charting-Möglichkeiten. Boah. Palladium ist voll im Abwärtstrend noch drin, ne? Also hier ist aus meiner Sicht jetzt erst einmal nichts äh, großartig bullisch. Also ja, also ist halt günstig, ne? Wenn man jetzt von den Hochs erstmal schaut, ich meine, das ist jetzt der ETC, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, wie genau der ETF hier oder der ETC ähm, Palladium, den Palladiumpreis jetzt abbildet, ne? Aber das ist noch voll im Abwärtstrend. Also, ich versuche es mal hier einigermaßen vernünftig mit darzustellen. So. Ne? Also, ich, also, mindestens mal aus meiner Sicht sollte er sich hier diesen Bereich hier holen. Ne? Darüber wird es dann erst interessant. Ne? So, jetzt könnte man noch versuchen, eine Trendlinie hier mit, mit ranzuziehen. Das ist ja auch krass, ne? Ja, Trendlinie macht hier keinen Sinn. Allerhöchstens so, dass man hier so mal schaut. Ne? Dann haben wir hier das Trend hoch. Und das muss er sich erstmal holen. Ne? Also irgendwie hier sowas. Und dann kann man ja immer noch mal schauen, ob man dann... Long reinkommen. Ne? Also aus meiner Sicht zu früh. Ne? Also da ist er noch voll in, in seinem Abwärtsmodus drin. Ne? Wenn ich jetzt hier den ETC nehme. Äh, Björn, reagiere ich nicht drauf. Bitte in den Trading-Kanal. Ne? Ja, hier. Das ist der Place to go. Ne? Da bitte reinteilen. Nicht privat. Sage ich immer wieder. Hier, Trading-Kanal. Na, wenn wir irgendwas besprechen wollen, was jetzt nichts Privates ist, äh, immer da rein. So, Heinz, äh, Palladium von 1800 auf 1000 äh, US-Dollar gefallen. Ich äh, schaue mal, dass ich den. Wer ja gelacht, äh, wenn wir jetzt hier nicht. Äh die Rohstoffe finden hier, ne? Dip, 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 dip. So, nimm wir mal die Nummer hier. So, aber auch da sitzt, oh Gott, <lacht> so, <lacht> sorry. Ja, aber vom Kursverlauf sieht es ähnlich aus. Ne? Also da äh, braucht man sich halt auch nichts, nichts vormachen. Ne? So, hier haben wir noch ein bisschen mehr Historie. Ne? Also Palladium war definitiv schon mal günstiger. Wir haben hier einen, um 1000 US-Dollar eine äh, psychologische Marke. Ne? Darf man nicht verachten. Aber wäre halt aus meiner Sicht noch zu spekulativ. Ne? Also wir haben es ja... Ähm, das ist ja zugemacht? Nee, hier haben wir's. wir es. Wir haben es ja im Charting gesehen, noch ist die Nummer Short. Ne? Also die Abwärtsbewegung ist ja noch intakt, so, beziehungsweise der Abwärtstrend. So. Und ähm, man würde dann halt hier voll in einem Trend, in einem intakten Trend ähm, long gehen. Ne? So eine Bodenbildung sehe ich jetzt hier auch noch nicht, so wirklich. Ähm, das hier sah ein bisschen mehr nach Bodenbildung aus. Ne? Dass man jetzt hier auf einer Ebene oder leicht höher laufender Tiefs hat. Ne? Und dann hier einen möglichen Ausbruch, ne? So, aber selbst dann Ausbruch abwarten und dann erstmal den Rücklauf abwarten. Ne? Und, ähm, so müsste das dann halt aussehen. Ne? Also wenn sich dann meinetwegen, ne? Aladdin kommt nochmal tiefer und erholt sich dann, ne? dass man dann hier wirklich schöne, schönes Umkehrmuster hat. Dann haben wir einen Deckel sozusagen. Den Deckel muss er dann rausnehmen. Und wenn er sich hier an, an äh, diesem Bereich beispielsweise wieder anfängt abzustoßen, äh, dann kann man ja mal schauen, ob man in die junge Richtung reinkommt. Ne? Aber das hier ist noch zu früh. Ne? Also es ist ja noch voll intakt abwärts. Da muss man halt einfach erstmal abwarten. Aus meiner Sicht. Ne? So. Wow. Er zieht durch. Ups. hallo 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 seid ihr noch da ja ne seid ihr noch da ja ne also bei mir ist also hier läufts DAX läuft nicht. Okay. Scheint aber bei Active Trades zu haken. Ah, jetzt läuft wieder. So, komme ich jetzt hier. Aber ich komme hier trotzdem nicht rein. Irgendwas ist hier. ich komme jetzt hier in den in den MetaTrader nicht rein. Ah, okay, da war hier das Fenster noch auf. Jetzt, okay. Gut. Da sind wir wieder, ne? Also DAX heute krass unterwegs. Schauen wir mal. So. Björn, das Problem ist halt, wenn ich ähm, nur zur Info, wenn ich jetzt in den privaten Nachrichten äh, Werk und darauf umschalte, live im Stream, dann sieht man unter anderem, äh, mit wem ich mich privat unterhalten habe. So, und da sind dann unter Umständen kontroverse Personen. Nein, natürlich nicht. Aber es kann dann unter Umständen sein, dass ich dann aus Versehen in einen privaten Chat reinklicke und äh, das ist dann äh, mit mal öffentlich im Internet. Ne? Wobei, wenn ich mir das hier so anschaue, ist das. Uh, jetzt nicht weiter wild denke ich mal ne aber uh, deswegen immer uh, bitte entsprechend reinteilen ne? So. Wir harren der Dinge. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Na, dann schauen wir mal, was noch so geht. Also, Long. Für Long sagte ich, muss er erstmal die Korrektur machen. Er hat sich jetzt hier, das war das Tageshoch vom 2.8. Ähm, das ist das Tageshoch vom 2.8. Da handelt er jetzt rein und er vollzieht jetzt hier gerade den Bereich des gap close Also hier haben wir einen ziemlich großen Gap-Bereich und da zieht er jetzt schön rein. So, was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich doch jetzt. Ach ja. Bin gleich bei euch. Okay. So, so danke, verstehe deine Erklärung. Ist nachvollziehbar. Genau, ne? also euch steht es dann immer frei, alles zu teilen, dann aber bitte hier in den äh, Trading Kanal. Und wie gesagt, hier könnt ihr euch dann auch auslassen ne? im Trading-Talk-Kanal. Vielleicht nochmal ein Hinweis, wenn ihr in der Community seid, also der Link zur Community befindet sich auch unten in der Beschreibung. Wenn ihr dann hier seid, äh, das hier ist ein Thread zum Trading-Kanal. Ne? Den seht ihr unter Umständen nicht. Ne? Ich meine, hier ähm, ein paar Leute sind hier drin, ne? aber den seht ihr unter Umständen nicht. Und das könnt ihr ganz einfach machen. Geht auf den Trading-Kanal, dann hier oben auf Threads, ne? also auf das, das Raute-Symbol. Und dann seht ihr hier den Trading-Kanal da draufklicken und dann kommt ihr hier in den Thread rein und wenn ihr dann hier was schreibt, seid ihr dann auch automatisch in der Liste und äh, wie gesagt, da könnt ihr euch den lieben langen Tag hier über alles Mögliche unterhalten und das stört ihr niemanden, weil ich habe den Kanal auch auf stumm gestellt und wer dann äh, ja im Prinzip nur meine DAX-Morgen-Analyse beispielsweise haben möchte, fühlt sich dann dadurch nicht gestört, weil dann immer äh, äh, bei ihm was aufploppt und was auch äh, sehr gut ist, ähm, zum Beispiel von dem Alex ähm, ist jetzt neu in der Community, ähm, äh, dass ihr auch die Möglichkeit habt, eure Strategien vorzustellen. Ne? Der Markus ist ja sehr aktiv ähm, in der Geschichte, hat hier seine Parabolik-SAR-Strategie, die er hier vorstellt. Und ähm, da könnt ihr dann darüber mehr erfahren. Ne? Also, wenn ihr eine eigene Strategie habt und die vorstellen möchtet, dann könnt ihr zum Beispiel den, äh, diesen, ja, ist ja ein Forum, ist ja wie ein Forum aufgebaut, das dann nutzen. Ne? Erstellt ihr dann einen neuen Forumspost post mit dann eurer Strategie und dann könnt ihr das hier begleiten. Und wer sich dafür interessiert, kann sich hier reinschalten und dann mitdiskutieren, Fragen stellen und äh, könnt ihr Feedback erhalten. Ansonsten könnt ihr im Trading-Kanal äh, einfach auch so mal eure Trades darstellen. So hat zum Beispiel der ähm, Markus, der TB, äh, fällt mir nicht mehr da, also der TB hier aus dem Chat, äh, die äh, Thematik mit dem. Netting-Prinzip nochmal dargestellt und die Vorteile des Hedgings. Und ich sehe es ja genauso. Und äh, Markus, dieser Kommentar von gestern war dann auch der Auslöser, wo ich dann sagte, äh, heute Morgen, ja, ist, äh, ist eigentlich die bessere Variante für mich, das, das äh, Hedging dann auch zu nutzen. Ne? Ähm, ja, ist noch zu früh. Hier. Moment. bitte hier. No? Also das hier muss erst unterschritten werden und dann läuft die äh, Korrektur und dann müssen wir halt schauen, wie weit die Korrektur geht. No? So, und ich könnte mir jetzt überlegen, jetzt aus der Korrektur heraus, wenn es die deutlichere Korrektur kommt, die Short-Seite zu handeln oder die andere Alternative, äh, wenn es die Korrektur kommt, die Long-Seite zu handeln, no? also aus der Korrektur heraus. Long zu handeln oder wenn er dann nochmal hier in den Hochbereich reinkommt, dann Umkehrsignale auswählen. Also dazu muss er das hier erstmal rausnehmen. Na, also das ist jetzt die Schlüsselmarke, die muss er rausnehmen. Wenn er dann nochmal hier in den Hochbereich reinkommt, Umkehrsignale ausbildet, die man dann vielleicht besser im M1 dann nachher, Na, also das hier muss er erstmal rausnehmen, bisschen deutlicher nach unten tragen, dann kann man schauen, in die Short-Seite dann reinzukommen. Stefan, du kannst alles dort teilen. Ne? Also du kannst teilen, was du möchtest. Es so. kommt dann auf die Community an, wenn du da Gleichgesinnte findest ne? und darüber Diskussionsbedarf besteht. Ich meine, ich bin jetzt nicht so Forex-mäßig unterwegs, aber du kannst da alles teilen, was du äh, kannst da alles teilen, was du möchtest, ne? Das muss ich hier nochmal äh, Rainer? Moment, warte mal. Chat im neuen Fenster. Mir ja, haut er immer diese, äh, dieses Symbol, haut er mir immer vor den Chat. Und das ist, ist immer ein bisschen nervig. Ähm, so, was hat er da? Äh, Wochenschluss-Kerze vom 17. Juli. Ja, das ist ja schon ziemlich weit oben. Ne? Wenn wir dann mal auf den Wochenchart gehen: Wochenschluss. Wochenschluss vom 17. Juli. Ist das hier? Der Bereich oder da oben? Micha. Naja, gut. Also, Micha, so schwierig ist das ja nicht. Das ist ja Basisenglisch. Ich meine, mein Englisch, zumindest vom Sprechen, ist nicht so gut. Also, lesen und schreiben kann ich schon gut. Ne? Nur sprechen, weil mir halt die Übung fehlt. Ähm, aber das ist ja nichts. Nichts, was man nicht versteht. So, 1671. Ach, das ist der Bereich, ne? Also dann halt diese Woche. Okay. Äh, wo? Äh, Rainer, wo hast du die Analyse her? Oder ist das? Also ist das aus deiner Analyse oder hast du das irgendwo gelesen? Ne? Also ich habe jetzt die Zone, habe ich jetzt beispielsweise nicht auf dem Schirm. Ich habe hier das Gap auf dem Schirm. Also, den, den Widerstandsbereich hier, also das offene, offene Gap, aber auf Kassabasis. Ne? Ich habe jetzt hier äh, die Kassakurse nicht drin. Ähm, Gehen mal rüber. Moment. Mal hier rausnehmen. So. Genau, und hier, das ist das Kassa hoch. Ne? Also, der ist ja ähm, vorher über Nacht runtergekommen. Hier war kassa das ist das Kassa-Hoch. Ne? Also, das ist jetzt äh, quasi das Gap. Und äh, die Zone passe ich jetzt an. Ne? Also, morgen würde ich die Zone dann auf das aktuelle Tageshoch legen, ne? wo das aktuelle Tageshoch auch immer ist. Ne? Und das hier ist dann, müsste ich auf den M30-Chart, das ist dann Tagesschlusskurs vom 1.8. Ne? So, das ist ja das äh, Kassa-Gap. Knapp darunter ist das Future-Gap. Ne? Und. Genau, das ist dann halt hier diese komplette Zone. So, und was äh, Rainer meint, ist dann hier Wochenschlusskurs. Ja, also es fällt mir schwer, dem noch eine gewisse Bedeutung beizumessen. Ne? Also fällt mir jetzt schwer, diesem Wochenschlusskurs, also wäre ja jetzt hier, das ist der Wochenschlusskurs von der Woche vom 17. Juli, dem eine Bedeutung beizumessen, äh, wo diese Zone halt schon mehrfach durchgehandelt wurde. Ne? Also das ist für mich schon, schon abgearbeitet. Ne? Deswegen das hier, das ist ja das, was noch nicht abgearbeitet wurde. Ne? Da lief der Kurs jetzt einmal raus und jetzt kommt er das erste Mal seit langem hier wieder in diesen Bereich zurück. Ne? Deswegen hat das für mich eine... Eine höhere Relevanz. Ne? Weil sonst könnte man ja aus der Vergangenheit ja äh, Marken hernehmen, die unter Umständen Jahre zurückliegen. Ne? Ach so, <laughs> Das war Ironie, wollte er wissen, äh, welchen Wert er meint. Äh, okay, ja, tatsächlich nicht geschrieben, aber gut. Ähm, da wir uns ja hier im DAX bewegen, denke ich mal, ergibt sich das aus dem, aus dem Kontext. Genau. So, und das hier ist halt das momentan, was jetzt interessant ist, ob jetzt hier sich eine Divergenz wirklich daraus ergibt. Ne? Ich meine, wenn er jetzt hier äh, bis zum Ende der Woche jetzt noch starke steigende Tageskerzen anstellt, dann wird der ESI. Auch den Extrembereich rausholen. Aber ich habe es ja im dax wochenausblick habe ich ja auch schon gesagt. Ne? Also wir sind hier schon, wir sind hier schon in Gefilden, die es sehr schwer machen, da wirklich viel Potenzial auf der Oberseite noch zu sehen. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, äh, wie gesagt, dass der Markt komplett einbricht, ne? aber dass jetzt die aktuelle Bewegung, wie sie gerade läuft, sehr wahrscheinlich schon ihrem an ihrem Ende ist. Ne? Also, wenn man es jetzt hier, hier zum Beispiel nimmt, ne, da hatten wir ja hier, ich, ist jetzt sehr klein, ne? Mach's mal, mach's mal so. Da haben wir ja hier das Hoch, ne? also ähnliche Situation wie jetzt. Dann ist er nochmal rausgelaufen, ne? also nochmal nach oben raus und dann kam die Korrektur. Ne? Und eine ähnliche Situation haben wir, haben wir jetzt ja auch. Gut, auf einem Allzeithoch war das hier das Hoch. Ähm, aber eine ähnliche Situation haben wir jetzt auch. Ne? Also, er hat jetzt den Extrembereich erreicht. Ja und läuft jetzt noch mal raus und daher wird es halt umso interessanter was er dann morgen macht ne? also lass ihn laufen ne? lass ihn laufen und interessant wird es dann tatsächlich was er morgen macht ne? ob er jetzt komplett rausläuft äh, dann haben wir wenn der Tagesschlusskurs sage ich jetzt mal ungefähr so bleibt vielleicht noch ein bisschen höher läuft dann sollten wir schon auf Tagesschlusskursbasis eine RSI-Divergenz haben und das Potenzial einer Korrektur, dass wir zumindest mal die gestrige Tageshandelsspanne neutralisieren, ist äh, gegeben oder erhöht, würde ich sagen, mit Potenzial einer bald einsetzenden größeren Korrektur. Na, also rein von den Indikatorwerten ist er halt auf Anschlag. Ne? Er ist komplett auf äh, Anschlag. Ja. DAX wird so langsam müde. Ja, also ist jetzt auch nicht. Ne? Man braucht ja jetzt kein äh, ja, übermäßig krasser Analyst zu sein, dass nach einer 180-Punkte-Bewegung, klar, wir haben schon größere Handelstage gesehen, dass dann irgendwann auch mal ein bisschen, bisschen mehr reinkommt. Ne? Oh, es wäre sogar tatsächlich ein ganz gutes Short-Signal hier. Da würde ich tatsächlich mal eine Short-Position mit dazu nehmen. An der Stelle. So, äh, aus welchem Grund wandert der DAX so stark nach oben? Ja, also, wir haben ziemlich gute Inflationsdaten aus Deutschland jetzt bekommen. Ich hier nochmal auf den, wo haben wir ihn? Den Wirtschaftskalender gehen. Heute, wir haben jetzt ziemlich gute, also die roten Zahlen nicht verwirren lassen. Das sind, also, rot heißt niedriger und sogar deutlich niedriger als erwartet. Das waren die letzten Inflationsdaten. Und die sind deutlich niedriger reingekommen als erwartet. Ne? Also eine Überraschung nach unten, also eine positive Überraschung, äh, was dann aktuell anscheinend positiv aufgenommen wird. Ne? Wir haben aber noch die Verbraucherpreise in der Vorabschätzung ähm, am Nachmittag noch und viel interessanter wird dann auch das BIP sein. Ne? Und da ist das BIP mit 3,5 Prozent, also fast doppelt so hoch oder doppelt so hoch, äh, äh, wird doppelt so hoch erwartet wie äh, vorherig. Und wo haben wir es? Damals. Und bei einer Überraschung auf der Oberseite sollte das eigentlich auch noch mal sich positiv auswirken können. Ja. Genau. So. Das ist jetzt interessant für mich äh, für, für die Shortseite, seite ne? Auch wenn er jetzt weiter hochläuft. Weil äh, hier macht er hier diese schöne äh, Bändesituation. Ne? Also hier dieses 1, 2, 3. Jetzt muss er es natürlich auch noch nach unten raustragen. Also das muss er jetzt nehmen, dann hat er auch das Potenzial, weiter nach unten zu fallen. Ne? Also wir haben definitiv Platz jetzt bis hier. Bis hier haben wir jetzt Platz und hier könnte ich dann überlegen, also hier sollte er bis hierhin fallen, könnte ich dann überlegen, nochmal eine Long-Position mit dazu zu nehmen. Was? Oha, OH O, achso, meinst oh je, ähm, 16,174 Long gehen ist mehr als mutig. Achso. Wenn äh, Long-Einstieg bei 16,174 schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ja, wir, ähm, also ja, alles gut, aber wir sind schon ziemlich weit oben. Also, das ist. Das ist. Äh, ist ja immer der, der äh, Punkt, was mich dann auch so ein bisschen zögern lässt. An einem Hoch. Long zu gehen ist aus meiner Sicht nicht, ähm, nicht immer die beste Variante. Ne? Aber er kann sich hier weiter schrauben. Ne? Also wenn er es um wenn er ums Verrecken nicht fallen will, ne? dann haben wir jetzt hier das nächste Long Signal. Ne? Dann haben wir jetzt hier das nächste Long Signal. Ne? Wenn er das jetzt hier nach oben raus trägt, dann Korrektur Korrektur abgeschlossen und Gib ihm ne? nach oben raus. Aber das wissen wir halt nicht. Ne? Äh, momentan ist das jetzt erst einmal schon mal ein erster Abwärtstrend. No? Der jetzt hier auch äh, zumindest mal die Abfolge von steigenden M2-Tiefs rausgenommen hat. No, ob man jetzt M2- oder M1-Tiefs nimmt, ähm, ist jetzt nicht äh, wie, sonderlich entscheidend. No? Aber das haben wir schon mal. So, Und jetzt ist halt die Frage, ob er jetzt ein bisschen deutlicher auskorrigieren, was wir dann auch auf M5-Basis dann mal sehen, dass er hier äh, ein paar M5-Kerzen mal rausnimmt oder auf M15-Basis, dass er hier mal eine deutlichere Korrektur anstellt. Das wissen wir jetzt nicht. No? So, Und wenn er, Aber wenn er jetzt hier nach oben eindreht, dann war es nach hinten raus. Na, wenn er jetzt hier ein neues Hoch macht, dann wissen wir, na, hinterher ist man ja immer schlau, dann war es nur eine kleine Korrektur. Ich, ich, ich sitze echt. Und tschüss, Matula. Vorübergehend. Äh, ich mache nochmal vorübergehend. Du darfst dich nochmal für den heutigen Stream ein bisschen ausruhen. Matula, du kannst alles machen, du kannst mir aber nicht auf den Sack gehen. Ganz ehrlich, dann bist du raus. Tut mir leid. Ne? So, nochmal, hat jetzt nichts mit äh, Kritikunfähigkeit zu tun. So. Sondern es geht darum, jeder kann seine Kritik äußern, dann können wir sie vernünftig diskutieren. Ähm, wenn man hier aber reinkommt und äh, nur auf den Sack gehen will, dann fliegt man raus. Ganz einfach. Und äh, ich habe dir ja genügend Zeit gegeben. Also du warst ja ein paar Livestreams da. Und wir haben ja auch ein bisschen diskutiert. Lieber Herr Matula. Und äh, wenn du halt mit einem blöden Spruch hier gleich reinkommst, mein Gott, ne? Dann findest du hier halt nicht mehr statt. So, du bist jetzt auch nur für, für heute blockiert. Ne? Ich habe dich jetzt, ähm, auf Twitch heißt es Timeout. Hier nehme ich dich vorübergehend raus und gebe dir nochmal eine Chance. Beim nächsten Mal vielleicht mit äh, ein bisschen mehr Weitsicht und äh, wie ein erwachsener Mensch, ne? sich hier zu verhalten. Und sollte das dann auch nicht funktionieren, dann blockiere ich dich hier komplett. Dann kannst du gerne einen neuen Kanal machen und mir dann weiter auf den Sack gehen. Ähm, aber dann fliegst du halt immer wieder konsequent raus. Ne? Das kannst du dir selbst überlegen, ne? auf welchem Niveau wir uns hier verhalten wollen. Ne? Also, Kritik immer gerne gesehen. Wir können alles diskutieren. Ne? Aber wenn man, wenn das Erste ist, was man hier schreibt, einfach ein blöder Spruch ist. Äh, Anja, das hat nichts, ich habe es gerade erläutert. Anja, du bist dann die Nächste. Ne? Ich habe es gerade erläutert. Ne? Wenn dann bitte mit einem. auf einem vernünftigen Niveau. Ne? Wir sind hier nicht im Kindergarten. Ganz einfach. Und dann fliegt man halt raus. Ne? So, nochmal, man kann sich gerne kritisch äußern. Ne? Aber. A, macht es dann einen Unterschied, ob es konstruktive Kritik ist oder ob man nur hier reinkommt, um Leuten auf den Sack zu gehen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. So, wenn man das nicht versteht, dann ist man halt einfach nur zu dumm dazu. Ne? Genau, so. Damit war es dann das hier auch an dieser Stelle. So, wir haben jetzt noch, na, sagen wir sagen mal, wir machen mal äh, bis 11 Uhr. Also, das hier könnte jetzt eine äh, Korrektur noch sein. Äh, erste Anzeichen sahen ganz gut aus, ne? Also das ist dann halt das Muster, was ich dann auch ähm, immer beschreibe, ne? Ähm, also das hier, ne? Als mögliche als mögliche Trendwende, ne? So, wenn er das dann aber nur als kleine Korrektur hinstellt und weiter hochläuft, habe ich jetzt hier meinen zweiten Short drin. So, der erste Short ist gut positioniert, der zweite Short ist auch gut positioniert. So wie gesagt, man äh, Hätte ja auch überlegen können, hier direkt den Long noch mit aufzumachen. Ne? Aber da hätte ich schon gerne eine, eine etwas größere Korrektur. Ne? Aber wir haben definitiv noch Platz hier, wenn man es jetzt betrachtet, bis zum Gap-Close. Äh, hier oben, ne, bei der 2,74. So. Äh, Manuel thematisiere ich nicht. Ne? Das hatten wir lang genug. Das ist jetzt nicht heute, ne? Aber ähm, es ist die Summe der es ist die Summe der, der Tätigkeiten. Genau, wenn man mir auf den Sack geht, dann schmeiße ich die Leute raus. Ganz einfach. Ne? Und da sage ich halt so klar: ich, ich kann es noch deutlicher sagen, dann gefällt es noch weniger Leuten. Ne? Wenn man mir auf den Sack geht, dann schmeiße ich die Leute raus. Man kann sich auf einem vernünftigen Niveau unterhalten. Wenn man dann aber mit einem blöden Kommentar hier reinkommt, wenn es das Erste ist, was man schreibt, dann fliegt man raus. Ne? So, und das ist jetzt nicht, äh, sage ich jetzt mal, das nochmal, Matula ist jetzt nicht, äh, dass er das erste Mal hier ist und dann rausfliegt. Ach ja. Äh, Russell äh, heute nicht. Ne? Ähm, aber auch Hossiel, ne? du bist auch ein Typ. Ich hatte es auch letztes Mal äh, gesagt, ich habe mal gelunst beim Swiss Trader. Du bist auch einer, der da rumlungert. Und Manuel, ähm, dir muss ich es leider auch sagen, du bist ja auch beim Swiss Trader äh, häufig unterwegs. Und das ist etwas, wo ich dann, was ich halt nicht so schön finde. Ne? Also, man kann es dann immer machen, wenn man sich vernünftig bewegt. Aber sich da einen zu feixen, wenn der, wenn der Swiss Trader da komische Sachen macht, das ist dann irgendwann auch ziemlich komisch. Ne? Ne? Also, ich gebe jedem halt die Chance. Ne? So, und dem Matula, der ist nicht das erste Mal hier. So, und wir haben eine große Diskussion gehabt mit allen möglichen. So. Aber wenn man dann hier reinkommt und einen blöden Kommentar ablässt, nachdem man schon äh, in etlichen Livestreams komische Diskussionen hatte, ne, dann fliegt man halt einfach raus, weil das tue ich mir halt nicht an. Ne? So, und geht ja auch den anderen Leuten. Ne? Also hier schauen 120 Leute äh, äh, zu und einer meint dann, das alles kaputt zu machen. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr darauf bedacht bin, auf einem vernünftigen Niveau zu ähm, zu kommunizieren. Ne? Genau. Ja, Markus es auch noch mal. Ne? Andere wissen, warum Matula hier gespielt. Naja, ich habe ihn nicht gesperrt. Ich habe ja nur einen Timeout verpasst. Ne? Also er ist jetzt. Ich weiß nicht. Das scheint ja nicht für den Stream zu reichen. Vielleicht 30 Minuten steht jetzt auf äh, YouTube nicht, wie lange das ist. Also ich habe ihn ja nicht gesperrt. Ich gebe ihm ja die Chance. Ne? Ist ja alles gut soweit. So. Dann hat er die Möglichkeit, sich noch mal vernünftig zu äußern das nächste Mal ne? auf einem gewissen Niveau, wie sich das gehört. Und dann können wir auch gerne darüber sprechen. Ne? Äh, scheinbar hast du schon mal mit Heiken Ashi experimentiert? Ja, was gibt es dazu? Experimentieren. Ne? Man kann ihn halt äh, auch nutzen. Ist ja auch nichts anderes als äh, der normale candle -Shard. Nur weil, äh, nur, dass eine andere Berechnungsmethode dahinter steht. Ne? Also von daher. Ja, kann man nutzen. So, 1,80 ist das Tageshoch und ein Widerstand. Sollte er drüber gehen, würdest du erst auf einen Rücklauf warten oder was wäre das für dich äh, Trigger für Long? Ja, also auf einem neuen Tageshoch würde ich nicht Long gehen. Ne? Also ich habe ja gesagt, ähm, ich schaue jetzt nach einer vernünftigen Wendesituation, die für mich gut aussieht, um einen weiteren Short äh, reinzunehmen. Ne? So, aber momentan ist er halt noch extrem stark. so Für weiteren Long-Aufbau äh, wäre es interessant gewesen, wenn er mal ein bisschen deutlicher auskorrigiert. Äh, gar nicht eine komplette Neutralisierung der Bewegung, darum geht es gar nicht, sondern halt einfach eine vernünftige Korrektur, ähm, nach der man auch wieder vernünftig Long mitgehen kann. Also mehr als das hier will ich ja gar nicht sehen für, für Long. Ne? Also eine kleine Korrektur ne? und dann Long-Aufbau. Ne? Dann würde ich auch äh, versuchen, die Long-Seite weiter zu handeln. Hier sind wir ja direkt an einem Hoch. Ja, ich weiß, er kann halt weiter laufen. Wir haben äh, gleich das Ende in der nächsten Stunde. Und wir haben definitiv noch Potenzial auf der Oberseite. Und ähm, man kann das auch äh, jetzt weiter noch mit Long handeln. Ne? Für mich wäre halt bloß schöner eine größere Korrektur. Ne? Und der DAX läuft jetzt so raus und er wird eine Korrektur machen. Ne? Also ideales Long-Level wäre für mich das Opening High von heute. Um dann nochmal Long aufzubauen. Besser sogar noch das Tief hier. Also er macht jetzt hier eine initiale Bewegung. Wir dürfen halt nicht vergessen, initiale Bewegung auf hohem Niveau. Es wäre jetzt was anderes, als hätte ich jetzt hier unten angefangen, Short aufzubauen. Ich bin jetzt hier am Hoch der aktuellen Bewegung Short. Aus charttechnischer Sicht gibt es erste Indikationen dafür, dass die Bewegung bald zu Ende ist. Also rein per Indikatorsignal. Wir sind sehr weit in der Bewegung. Wir haben die Divergenz drin. Wir haben. Ja, also sehr weit ausgedehnt und eine Korrektur, eine ganz normale Korrektur im Sinne oder im Rahmen des aktuellen Anstiegs, ne? egal wie, wie dynamisch oder stark die Anstiege sind, eine größere Korrektur muss irgendwann kommen. Ne? Also die kommt definitiv. So ist dann halt nur die Frage, ähm, wie lange es sich noch hinzieht. Äh, so wie hier. Na, da hat er etliche Divergenzen erst hingestellt. Ähm, wann war das? Anfang des Jahres hat er etliche Divergenzen hingestellt, bevor dann mal eine ähm, etwas deutlichere Korrektur reinkam. Ne? Und das kann hier natürlich auch passieren, aber selbst dann. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel eine ähnliche Situation, ne? äh, den Ausbruch jetzt hier, und wenn er morgen eine kleinere Korrektur äh, einsetzt, die 50 Prozent der Tagesstrecke neutralisiert, ähm, dann passt das hier voll mit rein. Man könnte jetzt auch äh, hergehen und äh, sagt sich, wir sind jetzt auf der 16.157. Ne? Man kann es ja berechnen. 16.157 Short und auf der Plus 16.068, das ist der Schnittkurs. Also bei der 32.225 ist der Schnittkurs. Achso, bei der 16.112 ist der Schnittkurs. Also da, wenn er jetzt das Opening High von gestern erreicht, von heute erreicht, dann ist der gesamte Trade plus minus 0. Dann könnte ich sagen, okay, langfristig sollte er weiter steigen, wobei ich es nicht sehe. Ne? Also momentan mehren sich die Anzeichen, dass wir eine deutlichere Korrektur bekommen. Ne? Aber wenn ich der, zu der Einschätzung komme, dann kann ich die gesamte Short-Seite auf dem Level beenden. Ne? Kann ich sagen, da gehe ich dann raus. Und da kann ich abwarten. So, Short kostentechnisch macht es nicht, weil ich eh im positiven Swap bin. Und ich würde dann äh, schon eher äh, versuchen, diese Short-Position ähm, drin zu behalten, ne, weil sie jetzt aktuell aus meiner Sicht sehr gut positioniert ist. Also die Short-Position liegt sehr gut, es sei denn, er steigt jetzt noch weiter. Also der heutige Handelstag ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben ja auch noch wichtige Daten und ähm, der kann durchaus weiter steigen. Dann wäre halt die Überlegung, ähm, weiter Short aufzubauen, bis dahin aber die Long-Seite noch weiter zu spielen. Für mich ist es jetzt aber ne, auf Basis der aktuellen Analyse bin ich halt sehr vorsichtig mit Long äh, Long aufzubauen, wenn dann Long nur aus einer deutlicheren Korrektur, ne? wenn er mal ein bisschen deutlicher auskuriert, wo ich dann zumindest mal die Chance habe, ähm, dass er, wenn er dann in die äh, Long-Richtung wieder sich bewegt, dass ich den Trade, also die einzelne Long-Position plus minus null absichern kann, falls er dann weiterfällt, dass ich äh, aus dem Long dann raus bin. Ne? Irgendwie solche Geschichten. Ne? Also ich sage jetzt mal, hier mit der Positionierung, man braucht ja keine Angst haben. Ne? So wie ich es gesagt habe, ähm, das Konto ist dazu da, also im Pos Positionsmanagement, ähm, man nutzt die vorhandenen Ressourcen. Ne? Und ein 2.000-Euro-Konto ist sehr, sehr klein für das Positionsmanagement im DAX mit einer kleinsten Positionsgröße von 0,25 Lot. Ne? Das ne? braucht man sich nichts vormachen. So, äh, ein doppeltes Konto wäre besser, ne? aber das ist ja gerade die Herausforderung. Ne? Also wirklich mit einem kleinen Konto, mit der Positionsmanagement-Technik ähm, zu arbeiten. Ne? Und das Schöne ist, man kann halt ganz entspannt sein, wenn man dann halt so ein bisschen äh, die Signale versteht. Ne? Und danach dann handelt. Genau. So, ich bin erst seit einem Monat wieder am äh, Traden und meine, es sollte immer sachlich zugehen. Ansonsten macht es ja keinen Sinn und äh, hier geht es sachlich zu, auch wenn der DAX nicht äh, mein Favorit ist. Ähm, ja, also ich äh, halte es ja auch so, ihr kennt es ja aus der Community. Also, es ist ja ein ganz großer Anteil Teil der Community. Ne? Und ich kenne die meisten, beziehungsweise wer in meiner Community ist. Ähm, es, ich ich mache es ja nicht ohne Grund, dass ich gerne die Vornamen von euch hätte. Ne? Weil ich euch nicht mit Beastmaster 5000 anspreche, sondern ich möchte ähm, halt auch die persönliche Ebene haben. Ne? Und wer in meiner Community ist, also ich kann, also mir fällt niemand ein, der außer der Reihe schlägt, ähm, außer der Community, also die jetzt wirklich hier ähm, auch auf Discord vertreten sind. Ach ja, Björn, hast, hast ja auch was äh, geschrieben, ähm, die Teil der Community sind. Ich. Ne? Versuche mir die Vornamen immer mit draufzubringen und äh, bis jetzt scheint es ja ganz gut zu klappen, dass ich mir die Vornamen von euch merke. Und das ist halt eine ganz andere Ebene, auf der wir dann äh, kommunizieren. Ne? Und wer es dann halt nicht versteht, das, die sind dann auch nicht Teil der Community und die finden dann irgendwann auch nicht mehr statt. Ne? das Ist ganz einfach. Ne? Aber ich gebe jedem die Chance. Ne? Ich sage es ein, zweimal, manchmal auch dreimal. Bei Matula ein bisschen öfter, wie es gerne hätte. So, entweder man nimmt es an ne? oder man lässt es bleiben. Ganz einfach. So, und dann irgendwann findet man dann hier nicht mehr statt. So. so, dann kann man sich noch so sehr aufregen und sagen, hier Zensur und Sozialismus und sonst irgendwas. Ich muss mir äh, schwachsinniges Gelaber nicht anhören. Das muss ich mir nicht antun. Ganz einfach. Ne? So, und warum wurde der Long heute nicht gehandelt? War doch easy money. Ja, das ist eine unterschiedliche Sichtweise, ne? Ich werde aus dem Short auch gut rauskommen. Kann ich dir so sagen, wie es ist. Ja. Weil jetzt sind wir in einem Bereich, wo ich äh, wo ich mich stark professionalisiert habe. Ja. Also, das ist, das ist hier die Geschichte. Das, was ihr jetzt hier seht, ist ja auch Bestandteil meiner system -Trading strategie Natürlich im Positionsaufbau anders, ja, weil da. Der Positionsaufbau halt noch stärker regelbasiert. ist. Aber genau das, was ihr hier seht: long und short, gleichzeitig handeln, Positionsmanagement, Hatching-Techniken, ähm, das ist Kern des systemischen Handels bei mir. So, sieht nach Seitwärtskorrektur aus, oder? Ja, momentan schiebt er sich seitwärts, aber wir haben hier schon einen leichten Abwärtstrend drin. Ne? Also. Er kommt schon ein bisschen äh, runter, aber so wirklich runter will er auch noch nicht. Ne? Also mal die Auflösung. Also normalerweise, wenn er jetzt hier tiefere Hochs hinstellt, sollte auch eine Auflösung mal nach unten kommen, wo er dann mal 15-20 Punkte ein bisschen schneller nach unten zieht. Ne? So, Mike, ja, durch, durchaus. Ne? Also es ist ein interessanter Ansatz. Also es geht ja jetzt hier nicht um die absolute Wahrheit, ne? sondern ähm, geht ja darum, für euch dann ähm, Sichtweisen oder Möglichkeiten, Kennenzulernen, wie man sich am Markt bewegt. Ne? So. Genau. Und das ist absolut nichts für Anfänger. Ne? Hat auch keiner behauptet. So, du gestaltest es sehr sachlich und interessant. Polemik ist halt keine Basis für einen anständigen und interessanten Chat. Punkt. Ja. Das gilt für beide Seiten. Ne? Und ich reagiere ja nur darauf, wie man entgegengetreten wird. Ist ja nur eine Reaktion meinerseits. Ne? Ansonsten würde ich mich ja mit jedem äh, im Bauarbeiter-Jargon, sagen wir mal, unterhalten. Das tue ich ja nicht. Ne? Gut, sei es drum. Ich mache jetzt Feierabend, gucke jetzt mal einmal raus, ob es sich lohnt, den Schneeschieber rauszuholen. Und wir sehen uns dann am Freitag. Ja, ich würde sagen, am Freitag ähm, bei Active Trades wieder. Ansonsten heute kein Twitch-Livestream, weil keine Zeit. Und morgen, jetzt muss ich mal gucken, nee, morgen habe ich leider auch keine Zeit, das bedeutet, wir haben nächste Woche Chancen, auf Twitch da noch ein bisschen mehr zu sehen. Ich danke, ich bedanke mich fürs äh, Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich am Freitag wieder. Jetzt, Moment, bevor ihr weg seid, muss ich bloß noch mal gucken in den Kalender, äh, ich sage es noch mal, bis zum 15., also wir haben dann noch nächste Woche voll und übernächste Woche haben wir noch voll. 15. ist der letzte Livestream bei Active Trades, also das letzte Webinar, und äh, die letzten beiden Wochen im Dezember habe ich Urlaub. Da mache ich nichts, außer äh, ein, zwei Videos produzieren. DAX Wochenausblick äh, wird dann noch kommen hier in diesem Bereich, denn wir gehen stramm auf die 100. Folge zu. Folge 97 war ja gewesen. Nächste Woche oder dieses Wochenende Folge 98. Das bedeutet dann noch zwei Folgen. Also bis zum Ende des Jahres kriege ich noch die 100. Folge DAX Wochenausblick hin. Und das wird noch spannend. Na, also richtet euch darauf ein. Die nächsten beiden Wochen noch. Und dann ist erstmal Urlaub. Ne? Dann will ich Weihnachten mit der Familie genießen. Genau. So, also bis dahin alles Gute. Und wir sehen uns dann am Freitag oder auf Discord wieder. Ciao, ciao.